Hallo, liebe Zuschauer, ein ganz herzliches Willkommen zu unserer heutigen Abendveranstaltung, zu unserem Expertenforum zum Thema Künstliche Intelligenz, durchgeführt von unserem DigiHub Düsseldorf-Rheinland. Wir senden heute bereits zum dritten Mal aus unserem Online-TV-Studio unseres Technikpartners Sigma. Und so langsam gewöhnen wir uns an das New Normal, die neue Normalität der Corona-Zeit. Und wir werden versuchen, heute noch einen draufzulegen. Wir werden euch nicht nur ein fachlich interessantes, ein lehrreiches Programm präsentieren, sondern auch ein unterhaltsames, ein lebendiges und ein interaktives Programm. Mehr dazu später. Mein Name ist Clemens Geiler. Ich bin einer der beiden Geschäftsführer des DigiHub. Ja, und mein Geschäftsführungspartner ist Peter Hornig. Er sollte jetzt eigentlich an meiner Seite stehen, aber Peter ist nicht da. Peter, wo bist du? Wir sind auf Sendung. Clemens, grüß dich. Ich bin immer noch unterwegs auf der Düsseldorfer Startup-Woche. Ich bin seit heute Morgen schon unterwegs. Erst eine physische Veranstaltung mit unserem Partner, den Stadtwerken Düsseldorf. Habe verschiedene Online-Events wahrgenommen und war jetzt noch auf einer weiteren Veranstaltung. Ich bin ein bisschen spät dran. Was ich aber sagen kann, dieses Format, die Düsseldorfer Startup-Woche, ist einfach ganz großartig. Man kann sich das kaum vorstellen, insgesamt über 120 Veranstaltungen und das in diesen schwierigen Zeiten. Und ich glaube, das Beste davon ist, es sind 30 sogar physisch. Man kommt wieder wirklich mit Menschen zusammen, mit Menschen in Kontakt. Deswegen bin ich leider ein bisschen spät dran. Und ich glaube, man kann nur ein großes Lob aussprechen an die Wirtschaftsförderung Düsseldorf auf der einen Seite, denn Sie sind die Organisatoren dieses wunderbaren Formates, und an jeden einzelnen Eventorganisator in dieser Woche, der dazu beiträgt, das zu einem so großen Erfolg zu machen. Das Beste ist an euch gerichtet, ihr habt noch 2 Tage Zeit, morgen und übermorgen. Pickt euch eure Veranstaltungen raus, schaut unter startupwoche-dus.de und ich bin ganz sicher, da ist was dabei. Clemens, halte die Stellung, ich bin gleich da, ich bin auf dem Weg. Der Peter, immer unterwegs in Sachen Innovation und Startups. Ja, zurück zum Thema künstliche Intelligenz. Ja, das Thema KI, es ist wirklich dabei, in jede Internetanwendung vorzudringen, in jedes Elektronikgerät, in jede Industrieanlage. Natürlich muss nicht jeder KI bauen können, aber jeder sollte verstehen, welche Anwendungsvielfalt mit KI ermöglicht werden kann. Das ist auch der Grund, warum wir eine Serie von Expertenforen auf den Weg gebracht haben. Und der Fokus heute Abend, das ist die Versicherungsbranche. Wir sind sehr, sehr glücklich, dass wir das nicht alleine machen, sondern mit unserem starken DigiHub-Partner an unserer Seite, und zwar der ERGO Group AG. Die ERGO, das ist zum einen natürlich der Partner für die Programmplanung heute, aber ganz wichtig, auch ein Hauptsponsor für die heutige Veranstaltung. An dieser Stelle schon mal ganz herzlichen Dank. Ja, der DigiHub, die ERGO, das sind wahrscheinlich viele Begriffe, liebe Zuschauer, die einige noch nicht kennen. Und das ist der Punkt, wo wir uns auch nochmal euch erklären müssen. Und da endlich kommt auch der Peter rechtzeitig. Ja, es war nicht ganz so einfach, aber da sind wir jetzt. Und sorry für die Verspätung, aber das war es tatsächlich wert, weil ich wirklich viel erlebt habe heute. Und sehr gerne sagen wir jetzt etwas dazu, wer wir sind und was wir machen. Ja, für die, die uns noch nicht kennen, seit bereits 4 Jahren ist der DigiHub Düsseldorf-Rheinland als einer von 5 Digital-Hubs in Nordrhein-Westfalen unterwegs, um das Thema Digitalisierung voranzutreiben, digitale Geschäftsmodelle zu entwickeln. Und wir sind auf der einen Seite kofinanziert vom Land Nordrhein-Westfalen und auf der anderen Seite haben wir 4 wunderbare Gesellschafter, um Düsseldorf und das gesamte Rheinland digitaler zu machen. Das sind auf der einen Seite die Wirtschaftsförderung Düsseldorf, das ist die Wirtschaftsförderung Mönchengladbach, natürlich die IHK Düsseldorf und der Rheinkreis Neuss. Aber darüber hinaus, und wir sagen es immer wieder, DigiHub-Arbeit ist Teamarbeit. Wir haben ganz viele Partner, die uns zusätzlich unterstützen, inhaltlich wie finanziell. Und von diesem großen Netzwerk, was ihr jetzt seht, werden wir getragen. Und ohne all diese Partner wäre das nicht möglich. Und auch hier an dieser Stelle seht ihr das Logo von der ERGO, also auch an dieser Stelle unseren herzlichen Dank für die langjährige Unterstützung. Und wir leben wirklich auch davon, dass ihr euch inhaltlich alle immer einbringt und dass wir so wunderbare Formate kreieren können wie das hier oder natürlich unsere Leitveranstaltung, den Digital Demo Day. Clemens, wir haben ein brandneues Format jetzt ins Leben gerufen.
die KI Expert Series. Was erwartet uns heute beim ersten Versuch? Ja, wir haben ein super spannendes Programm zusammengestellt, was wir hier eingeblendet haben. Wir fangen an mit unserem Partner heute Abend, mit der Ergo Group AG und den Insights, wie KI bei der Ergo gelebt wird. Ganz spannend. Dann geht es weiter mit einem Vortrag über den Arbeitsmarkt und speziell das Thema KI-Jobs, auch vorgetragen von unserem Indeed-Partnerunternehmen. Und dann geht es weiter mit drei spannenden Startup-Pitches, also KI-Ideen und Lösungen, speziell für die Versicherungswirtschaft. Das ist Precise Technologies, Niris und XB. Und nach den Startup-Pitches, da haben wir noch eine ganz heiße Diskussion zu dem Thema, können wir ein KI-Valley im Rheinland aufbauen. Wir haben Panelists von Ergo wieder, Vodafone, Henkel, KPMG. Ja, und das soll es dann immer noch nicht gewesen sein, weil dann kommt tatsächlich auch noch mal ein interaktiver Part. Alle Zuschauer sind eingeladen, mit allen Speakern in individuellen Zoom-Sessions sich vorzustellen, sich kennenzulernen, auszutauschen, Ideen zu entwickeln und vielleicht das nächste KI-Projekt auf den Weg zu bringen. Ganz wichtig, ihr könnt wirklich mit jedem Einzelnen von unseren Speakern und Panelists sprechen. Wie im realen Leben, statt zur Bühne zu gehen, geht ihr in die Zoom-Session und lernt euch kennen. Ja, das ist das Programm. Wir sind ganz gespannt und wir gehen jetzt los mit unserer Keynote und die kommt von Ergo. Ergo, ihr kennt das Versicherungsunternehmen alle, ist 1997 aus der Verschmelzung von Hamburg-Mannheimer und der Victoria-Versicherung entstanden. Der eine oder andere erinnert sich noch an das Brand-Marketing zur neuen Company Ergo. Inzwischen arbeiten bei der Ergo rund 28.500 Mitarbeiter plus 12.000 hauptberufliche Vertreter. Und die alle zusammen generieren ungefähr 20 Milliarden Euro Umsatz. Also die Ergo ist wirklich einer der größten Erstversicherer Europas. Und seit 2019 hat die Ergo auch einen neuen Bereich Advanced Analytics. Und dieser Bereich wird geleitet von Rolf Mertens. Rolf Mertens hat Mathematik und Informatik in Aachen studiert und ist dann schon seit 1992 inzwischen bei der Ergo in verschiedenen IT-Positionen. Also ihr seht, Rolf ist wirklich ein Urgestein der Branche, ein wirklicher Kenner der Branche. Und wir freuen uns sehr, dass wir jetzt lernen, wie KI bei der Ergo genau zum Einsatz kommt. Rolf, ich freue mich sehr, dass du heute hier bist. Herzlich willkommen. Ja, hallo. Hallo Clemens. Hallo Peter. Ja, super. Du hast ja schon ein bisschen was erzählt über uns. Da kann ich mir das nachher ein bisschen sparen. Urgestein und dann direkt mal in so einem supermodernen Setup. Also für uns ist das neu. Du hast ja eben gesagt, dreimal war das schon hier. Also fühlt sich schon sehr spannend an, aber im Moment so ein, zwei Sekündchen auf der Bühne und schon fühlt man sich dann doch ganz wohl. Ich alles klar, schönen Dank. Ja, auch einen wunderschönen guten Abend von mir, dem Urgestein, das muss ich mir jetzt mal merken, der Ergo-Versicherung. Ja, was wollen wir heute bringen? Wir wollen heute ein bisschen anders als vielleicht auch mal von dem einen oder anderen erwartet, nicht nur erzählen, was wir alles schon Tolles machen, sondern vor allen Dingen auch ein bisschen erzählen, wie wir es machen. Und dieses, wie wir es machen, ist am besten von denen zu erklären, die das auch tun. Da muss ich sagen, da bin ich gar nicht so ganz vorne an der Front. Das machen andere bei uns im Team. Wir sind etwa 30 Leute und drei davon habe ich heute jetzt dabei. Und die möchte ich gerne bitten, dass sie mal auf die Bühne kommen. Da haben wir zum einen den Dr. Lukas Hafner und dann den Ritesh Bamalwa und den Tim Stettner. Und wir vier werden jetzt mal zeigen, wie wir KI machen, was wir da grundsätzlich machen, was so die Herausforderungen sind, wie wir da eingeordnet sind. Und ja, dann will ich einfach mal ein bisschen in die Ecke gehen und dann meinen Vortrag mal beginnen. Ja, KI bei Ergo. Der Clemens hat es eben schon angedeutet. Die Ergo-Versicherung ist ein sehr großes, führendes deutsches und auch europäisches Versicherungsunternehmen. Wir sind wirklich in allen Themenbereichen sind wir unterwegs. Also ob es um die Lebensversicherung geht, Krankenversicherung, das bezeichnen wir eher als Gesundheitsversicherung. Man muss ja positiv denken. Das ganze Thema Schadenunfall, also von Auto, Hausrat, Haftpflicht in den Gewerbesparten, Industriesparten und natürlich auch in den Privatkundensparten ist unser Metier. Die Thema Reiseversicherung ist natürlich auch gerade im Moment Corona
könnt ihr euch vorstellen, schon ein bisschen herausfordernd, aber das klappt eigentlich ganz gut mit der Ergo-Reiseversicherung. Das sind so ein bisschen unser Angebot. Wir sind wirklich zugänglich online und offline. Also wir haben einen großen Direkt- und Online-Vertrieb. Wir haben natürlich aber auch eine große Mitarbeiterschar an Vertretern, die ausschließlich auch unsere Produkte verkaufen und natürlich auch Makler, gerade im industriellen Bereich. Bisschen spannend ist auch das Thema Nexible. Das steht hier vorne unten. Ja, genau. Die Nexible ist nämlich seit zweieinhalb Jahren auf dem Markt. Die ist unser reiner Digitalversicherer. Gestartet mit der Autoversicherung, direkt im ersten Jahr voll durchgestartet, sucht sie da wirklich momentan, glaube ich, so ein bisschen ihresgleichen. Also da ist richtig Traffic drauf und da sind wir auch sehr stolz drauf. Genau. Unsere Präsenz in 30 Ländern, wir sind international tätig, unser Hauptsitz ist hier in Düsseldorf, in unserem Heimatmarkt Deutschland. Die 30 Länder, im Ausland sind wir sehr viel mehr in Europa und in Asien unterwegs. Und genau, wo wir insbesondere auch sitzen in Deutschland, ist in Nürnberg. Warum erwähne ich das? Weil in Nürnberg unser Data Science Team und Data Engineering Team sitzt, sowohl in Nürnberg als auch in Düsseldorf. Ja, natürlich auch immer wieder gerne erzählt, wir sind Teil des DAX-Unternehmens Munich Re, dem Weltmarktführer in der Rückversicherung. Und einigermaßen kommen wir mit den Zahlen zusammen, Clemens. 38.000 Kollegen und Kolleginnen habe ich hier aufgeführt im Innen- und Außendienst. Ja, das ist so ein Stück weit die Ergo. Und jetzt kommen wir mal zu dem Thema Analytics. Wieso steht hier Freunde fürs Leben, Versicherung und Analytics? Ich behaupte mal, dass die Versicherungsbranche prädestiniert ist für KI. Ich würde sogar mal sagen, bei uns ist KI und Analytics in der DNA verankert. Warum? Die Versicherungsbranche hat sich schon sehr, sehr lange, und das ist ja unser wesentliches Merkmal, damit beschäftigt, aus der Vergangenheit in die Zukunft zu prognostizieren. Also aus der Vergangenheit Schadenaufwand, Schadenhäufigkeiten und so weiter, die Zukunft zu prognostizieren und daraus dann auch die Tarifprämien zu berechnen. Das ist das Typische, was Aktuare, Versicherungsmathematiker bei uns machen. Das, was wir jetzt noch mal ein Stückchen oben drauf setzen, ist, dass wir diese ganze Analytics-KI-Welt noch mal zusätzlich auch für andere Themenbereiche einsetzen. Was gibt uns die Möglichkeit, dass wir das machen können? Da haben wir natürlich die Rechenleistung. Ich meine, das ist klar, die Power ist da. Wir haben das Thema Datenwachstum. Wir haben einen riesen Datenschatz bei der ERGO. Einen riesen Datenschatz, der sehr stark im Moment noch aus strukturierten Daten besteht, weil wir das natürlich im Kerngeschäft natürlich sehr stark generieren. Aber wir haben auch das ganze Thema unstrukturierte Daten, also Bilder, Videos, Sprachaufzeichnungen, die wir immer mehr reinnehmen und immer mehr auch in unsere KI-Aktivitäten dann integrieren. Cloud Computing, warum nenne ich das hier nochmal extra? Die Versicherungsbranche ist ja eher ein bisschen risikoavers, würde ich mal sagen. Das Thema Vertrauen ist etwas, worauf auch unser gesamtes Geschäftsmodell basiert. Und wenn man dann mit Cloud Computing ankommt, muss man natürlich sehr sorgfältig umgehen, weil die Daten müssen sicher sein, wir arbeiten mit personenbezogenen Daten, also da kann man nicht einfach mal irgendwas mal schnell in die Cloud schieben, um mal ein paar Modelle zu rechnen. Das muss datenschutztechnisch und IT-sicherheitstechnisch alles sehr stark abgesichert sein. Da haben wir ein gutes Setup, wird nachher der Ritesh auch noch ein bisschen was zu erzählen, da sind wir gut aufgestellt. Algorithmen, ich denke mal, das ist selbsterklärend, da geht die Zeit immer weiter, da wird unheimlich viel entwickelt. Wobei ich natürlich sagen muss, wir sind keine Forschungsabteilung. Bei uns steht der Nutzen, den wir aus der KI ziehen, im Vordergrund. Und deshalb auch dieses Bild. Das Bild soll zeigen, wo wir unsere Wertschöpfungskette haben. Das sieht man hier in den, sagen wir mal ein bisschen den Greenscreen hier so schön benutzen. In dieser Wertschöpfungskette, da sieht man das Thema Produkte, Produktdesign, Vertrieb, Risikobewertung, Kundenmanagement. Das sind alles Themen, wo wir uns mit unseren Sachen integrieren und natürlich auch der ganze Bereich der Operations, also Schadenleistungsbearbeitung und im Betriebsservice. Unser oberstes Ziel ist es, die KI, das Thema Advanced Analytics einzusetzen, um Nutzen zu generieren für unsere Kunden, für unsere Vertriebspartner, für unsere Mitarbeiter
und am Ende dann damit natürlich auch für unser gesamtes Unternehmen. Das ist unser Ziel. Wir sind keine, wie gesagt, Forschungsabteilung. Wir wenden die Dinge an. Was braucht man dafür? Ganz klar Skills, also die richtigen Menschen, die das können. Da habe ich ja eben heute drei mitgebracht. Das ist das Thema Data Scientisten, Data Engineers, den sogenannten Analytics Consultant. Erzählt der Tim nachher, was man da genau macht. Und wir haben sogar eine Rolle, die nennen wir Enablement Manager. Das sind diejenigen, die unsere Projekte, unsere Use Case Entwicklungen von Anfang bis zur Integration in den Geschäftsprozess begleiten. Technologie, ganz wichtig, wir brauchen einen State-of-the-Art Technologie-Stack, mit dem wir das Ganze machen. Und zur Modellierung, zur Operationalisierung. Und das ist eben auch in unserer Branche ein Thema. Wir müssen zur Kenntnis nehmen, dass wir sehr viele stabile, robuste, aber dann auch Mainframe-getriebene Anwendungssysteme haben, wo unsere Prozesse mit abgebildet werden. Die werden wir ja nicht morgen alle abschalten oder neu machen, nur weil wir jetzt gerade mal KI anfangen einzusetzen. Das heißt, wir müssen hier auf jeden Fall einen Weg finden, wo wir dieses technologische, ich sag mal moderne State-of-the-Art KI-Setup integrieren in eine auch schon mal Mainframe-Anwendung und das Realtime. Das haben wir gerade am letzten Wochenende ganz gut geschafft in so einer Leistungsabrechnungsgeschichte. Da sind wir auch sehr stolz drauf. Das ist super Antwortzeitverhalten. Die Modelle laufen tippitoppi. Also das ist etwas, da sind wir, glaube ich, schon relativ weit vorne. Crossfunktionaler Ansatz liest sich immer so einfach. Was steckt dahinter? Natürlich diese agile Zusammenarbeit zwischen Fachbereich, der IT und natürlich auch meinem Team. Was mir aber da an der Stelle besonders wichtig ist, ist das Thema, wir lernen voneinander. Das heißt, wir haben eine Advanced Analytics Einheit in einem Versicherungsunternehmen. Das heißt, meine Mitarbeiter müssen wissen, wie Versicherung funktioniert. Deshalb haben sie vielleicht auch das Urgestein genommen und was da mit den Kollegen das zusammen macht. Weil wir müssen wissen, wie Vertrieb funktioniert, wir müssen wissen, wie Operations funktioniert, wir müssen wissen, wie Produkte funktionieren. Wir müssen das einfach wissen. Weil, ihr wisst ja auch alle, am Ende des Tages, ein neuronales Netz ist sehr dezidiert, an kleinen Features wird das gesteuert, da kommt sehr aufs Detail an, also auch das Thema Datenverständnis, das muss einfach da sein. Das ist der eine Weg. Der andere Weg ist das Thema, dass unsere Fachbereichskollegen und auch die IT-Kollegen wissen, was wir denn machen. Ja, also das ist eben ein Geben und Nehmen und dann ein schönes, crossfunktionales Miteinander. Jetzt habe ich mal zwei Beispiele noch mitgebracht, wo wir die KI schon im Einsatz haben. Wir haben auch noch eine ganze Menge mehr, aber das ist mal so ein Paradebeispiel. Das Thema Churn Prevention oder auf Neudeutsch Stornoprävention. Das heißt, wir haben Vorhersagemodelle entwickelt mit einem ganz großen, breiten Ansatz an Datenfelder, 2.500 Daten pro Kunde, wo wir mit diesen Datenfeldern wirklich ein sehr präzises Storno-Vorhersagemodell gebaut haben. Und das ist eben für uns eine ganz wichtige Geschichte, dass wir nämlich jetzt den nächsten Schritt auch machen. Was machen wir denn jetzt mit der Information? Der Kunde Mertens wird wahrscheinlich am Ende des Jahres seinen Haftpflichtvertrag stornieren. Ich meine, das ist eine schöne Information, aber was macht denn jetzt der Vertrieb damit? Das heißt, die Arbeit eines Data Scientists und eines Engineers und meines Teams endet nicht damit, ein Modell an die Rampe zu stellen, sondern endet erst damit, wenn wir wissen, was macht der Fachbereich damit, können wir dadurch einen Nutzen erzeugen, fallen dann auch tatsächlich die Stornoquoten. Das sind Themen, an denen wir arbeiten und wo wir auch schon super Fortschritte haben. Und natürlich, die verrate ich jetzt aber nicht, haben wir auch Ideen, wie wir dann auf die Kunden zugehen. Als zweites Beispiel haben wir das Thema der E-Mail-Klassifikation. Das ist so ein bisschen ein Klassiker, eine Klassifikationsaufgabe mit einem neuronalen Netz lösen, würde man sagen, ist es auch. Da geht der Lukas nachher noch mal ein bisschen näher drauf ein, was wir da machen. Aber für uns sind das auch Themen, wo wir sagen, das haben wir Realtime in unser E-Mail-Routing-System eingebaut und führt uns jetzt dazu, dass wir im nächsten Schritt natürlich nicht nur an E-Mails denken, sondern auf jeden Fall auch an das Thema Dokumente, die unser Haus erreichen. Und das sind am Tag ungefähr 60.000 bis 100.000 Stück. Und die zu klassifizieren, das ist das, was wir am Ende des Tages wollen. Die Daten daraus holen, die Daten dem Fachprozess weitergeben und dass wir am Ende des Tages eine richtig schöne sogenannte Dunkelverarbeitung haben.
Ja, das war so ein Stück weit mein Entree. Also für uns vielleicht zum Merken, Versicherung und KI, das passt wie ja, richtig gut, würde ich mal sagen. Und das ist in unserer DNA drin enthalten. Das Zweite ist, wir wollen immer Nutzen generieren. Bei uns ist keine Forschungs- und Entwicklungsabteilung. Wir bleiben natürlich da am Ball, und damit wir immer ajour sind. Aber am Ende des Tages geht es uns darum, Nutzen zu generieren. Ja, das mal, wie gesagt, mein Part. Dann gebe ich es gerne ab und begrüße meinen Kollegen nochmal, den Lukas. Und der wird dann ein bisschen mehr erzählen, was bei uns ein Data Scientist macht. Ja, danke, Rolf. Ja, mein Name ist Lukas. Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ich habe zuvor Economics studiert, habe dann in Gesundheitsökonomie promoviert und eben während meiner Doktorandenzeit schon viel mit empirischen Methoden und Daten gearbeitet, zum Beispiel Laborexperimente konzipiert und analysiert, mit Feldexperimentdaten gearbeitet oder auch mit Krankenversicherungsdaten gearbeitet. Und wenn man, so wie ich, ja, große Freude am empirischen Arbeiten hat, dann hat man hier bei der ERGO perfekte Voraussetzungen. Zum einen sitzen wir, wie Rolf schon gesagt hat, auf einem riesigen Datenschatz, was natürlich ein großes Potenzial birgt, interessante Projekte zu realisieren. Auf der anderen Seite stehen uns hier als Data Scientists die aktuellsten Technologien zur Verfügung, was zum einen in der Modellierung natürlich sehr wichtig ist, wenn wir beispielsweise neuronale Netzwerke trainieren, dass wir da Grafikkarten beispielsweise nutzen können oder bei der Datenaufbereitung die Nutzung von einem hochperformanten Cluster, um eben mit diesen enormen Datenmengen umgehen zu können. Genau, jetzt würde ich gerne so ein bisschen was von meiner Arbeit als Data Scientist hier bei der ERGO erzählen und da eben hervorheben, dass wir im Prinzip von Anfang an in den Use Cases beteiligt sind. Das ist hier von Ideenentwicklung über Modellentwicklung, was natürlich unsere Hauptaufgabe ist, bis zur Operationalisierung. Also wir arbeiten da von Anfang an mit den Fachbereichskollegen, mit der IT eng zusammen, um eben frühzeitig, von Anfang an natürlich dieses Prozessverständnis und Fachverständnis aufzubauen, was elementar wichtig ist, um hier sinnvoll modellieren zu können. Unser Hauptaugenmerk liegt natürlich auf der, also als Data Scientist natürlich hier auch in der Modellentwicklung. Hier die Data Preparation und die Data Analysis, die hier natürlich hervorgehoben ist. Bevor wir natürlich anfangen können, hier Modelle zu entwickeln, ist der erste Schritt, die größte Herausforderung, erstmal die Daten so zu transformieren, damit man da sinnvolle Modelle, damit man da sinnvoll ein Modell schätzen kann. Und das ist eben eine große Herausforderung, dieses Prozess- und Fachverständnis mit Business und IT zusammen aufzubauen. Und wenn man dann die Daten, die Prozesse verstanden hat, dann eben diese Modelle zu entwickeln, da sind wir im Data Science Team beschäftigt mit der Entwicklung von Klassifikationsmodellen, wie der Rolf schon erwähnt hat, oder auch Datenextraktionsmodellen zur Gewinnung von Informationen aus Dokumenten oder Projekte, wo wir an der Effizienzsteigerung in der Leistungsbearbeitung zum Beispiel arbeiten. Wenn wir dann so ein Modell erfolgreich erstellt haben, geht es natürlich darum, dann von unserer Seite diese Modellergebnisse auch mit dem Fachbereich dann abzustimmen, zu präsentieren und dann die Ergebnisse zu diskutieren, natürlich die weiteren Schritte zu besprechen. Natürlich sind wir von Anfang an, denken wir natürlich auch an die Operationalisierung der Use Cases, sprich, wie können wir dann diese Machine Learning Modelle sinnvoll in bestehende Prozesse integrieren, um da eben auch Wert zu schaffen. Wenn dann diese Ergebnisse validiert sind, und ich hatte ja gerade schon gesagt, Operationalisierung ist auch bei uns Data Scientists ein großes Thema, sind wir in enger Abstimmung zum Beispiel auch mit unseren IT-Kollegen aus Warschau, wo es dann eben darum geht, wie gesagt, diese Machine Learning Modelle in bestehende Prozesse zu integrieren und eben zu schauen, wie müssen die Daten aus dem Live-Betrieb denn aussehen,
damit wir hier an den richtigen Stellen sozusagen dieses Modell aufrufen können und da Nutzen stiften. Genau. Natürlich gab es auch schon vor dem Einsatz künstlicher Intelligenz bei der Ergo Ansätze zur Automatisierung. Die waren eben bislang die meisten regelbasiert. Und wir versuchen jetzt eben mit künstlicher Intelligenz, Machine Learning Ansätzen, zum einen in Symbiose teilweise mit diesen regelbasierten Systemen oder teilweise auch als Ersatz von regelbasierten Systemen hier Top-Ergebnisse zu erzielen. Und ein Beispiel, Rolf hat es gerade schon erwähnt, ist da die E-Mail-Klassifikation. Jetzt fragt ihr euch wahrscheinlich, warum braucht ihr denn bei der Ergo hier E-Mail-Klassifikation? Was hat es denn damit auf sich? Es ist ja so, Kunden haben ihre Anliegen zu Kfz-Versicherungen oder Zahnzusatzversicherungen beispielsweise, möchten da ihre Schaden einreichen oder haben da bestimmte Fragen und schicken ihre Fragen zum Beispiel an so eine zentrale Adresse wie info@ergo. Jetzt gibt es natürlich nicht eine große Abteilung, die alle Themen hier abarbeiten kann, sondern es gibt eben Spezialisten für die jeweiligen Bereiche. Und jetzt muss aber erstmal jemand diese E-Mail lesen und dann überlegen, an welche Abteilung leite ich denn jetzt diese E-Mail weiter, damit die da optimal bearbeitet werden kann. Und ich hatte gerade schon von der Symbiose von regelbasierten Systemen und KI-Systemen geredet oder der Ablösung. Es gab bei der Ergo hier in Nürnberg schon einen regelbasierten Ansatz und da wurde eben eine Genauigkeit von 65% erreicht. Und durch den Einsatz von künstlicher Intelligenz, wir haben da ein neuronales Netzwerk verwendet, konnten wir eine Genauigkeit von 90% erreichen, was bei diesen enormen Mengen schon ein krasser Unterschied ist. Wir sprechen daher von, in dem Fall jetzt über 300.000 Mails, die an 20 verschiedene E-Mail-Adressen da geschickt werden. Welche Technologie setzen wir da ein? Ich hatte es gerade schon gesagt, für das Beispiel war ein neuronales Netzwerk am performantesten. Ganz genau ein LSTM. Man kann sich das dann so vorstellen, diese Texte werden zunächst verarbeitet. Wir gehen dann einen klassischen Word-to-Vec-Ansatz, also jedes Wort wird durch einen n-dimensionalen Vektor repräsentiert und dient dann quasi als Input für dieses neuronale Netz. Und die Vorhersage aus dem neuronalen Netz wird dann wiederum, ich habe gerade gesehen, das war schon eine Frage aus dem Publikum, das ist schon live im Betrieb. Diese Vorhersage wird dann quasi genutzt, um diese E-Mail automatisch an die richtige Abteilung dann weiterzuleiten. Und dass es auch hier extrem wichtig ist, ein gutes Fachverständnis und Prozessverständnis zu haben und nicht einfach nur blind sozusagen diese Texte in so ein neuronales Netz zu werfen und dann so ein gutes Modell zu bekommen. Zeigt so ein Beispiel aus einem ähnlichen Use Case, den wir bei einer Auslandsgesellschaft gemacht haben. Da war ein ganz ähnlicher Fall, da sollten wir auch eingehende Post klassifizieren, also zum einen wirklich Briefpost, aber auch Faxe oder E-Mails. Und insbesondere bei den E-Mails war es eben so, dass da gesamte Korrespondenzen abgespeichert wurden. Und dann kann man sich so vorstellen, der Kunde schreibt eine E-Mail, der Kundenberater antwortet auf diese E-Mail, dann gibt es vielleicht nochmal eine Antwort von dem Kunden. Und so hat man am Ende ganz lange E-Mail-Korrespondenzen, die man so zum Training dann natürlich nicht nutzen sollte. Das Problem ist, dass diese Trainingsmenge natürlich nicht realistisch ist und im Prinzip zu einfach. Also da kann ich den Trainings-Test-Validierungs-Split so gut machen, wie ich will. Ich werde die Modellperformance mit solchen Daten immer überschätzen und würde mich dann im Live-Betrieb natürlich wundern, warum wir jetzt plötzlich so viel schlechter sind, als wir es im Training waren. Da muss man dann zum Beispiel diese E-Mails künstlich kürzen, sodass eben nur die erste eingehende E-Mail in diesen
in diesen E-Mail-Daten vorhanden ist, um da eben realistisches Bild zu bekommen. Das ist nur ein Beispiel, wie es jetzt in dem Fall bei unstrukturierten Daten, auch bei diesen Daten eben sehr wichtig ist, gutes Verständnis hier aufzubauen. Genau. Was ich auch noch hervorheben wollte, ist, dass wir hier bei der Ergo eben hervorragende Weiterbildungsmöglichkeiten haben. Ich zum Beispiel habe zuvor nichts mit Textklassifikation oder unstrukturierten Daten gemacht, konnte aber on the job von erfahrenen Kollegen lernen, mich da auch weiterbilden und jetzt selber solche coolen Modelle entwickeln. Genau, das war es jetzt erstmal von meiner Seite aus der Data Science-Ecke. Jetzt würde ich gerne das Wort übergeben an meinen Kollegen Ritesh Bamalwa, der hier als Data Engineer tätig ist. Danke. So. Danke, Lukas. Ich bin Ritesh Bamalwa und arbeite seit 2 Jahren als Data Engineer bei Ergo. Vorher war ich Masterstudent an der TU Darmstadt und ich habe meine Masters in Distributed Software Systems abgeschlossen mit besonderen Erfahrungen in Distributed Computing, Softwareentwicklung und Machine Learning. Die KI hat mich immer interessiert und ich möchte mehr darüber erfahren, wie Unternehmen Daten für künstliche Intelligenz nutzen. Also, was ist Data Engineer eigentlich? Wenn es um Data Engineering geht, hat jedes Unternehmen seine eigene Definition und seine eigene Aufgabe. Aber wir bei Ergo pflegen und organisieren Daten nicht nur, sondern arbeiten wir in Team zusammen, um unser Ziel zu erreichen. Unser Ziel, ein Data-Driven Company zu sein. Ein kurzer Überblick über die gesamten Use-Case-Development-Phase, die wir bei Ergo haben. Wie schon Lukas gesagt hat, bei Ergo haben wir verschiedene Teams, die bei jedem Use Case zusammenarbeiten und wir sind auch dabei in dieser gesamten Use Case Phase. Unser Use Case Development Team besteht aus Business Enable Manager, Data Engineer, Data Scientist und IT. Als Data Engineer arbeiten wir zusammen im Team, um den kompletten End-to-End-Prozess zu erfüllen, dem bei jedem Use Case involviert ist. Also, unser End-to-End-Prozess beginnt also mit der Initial Assessment und endet mit der Operationalisierung. Von der Initial Assessment ausgehend sind die Data Engineers bei Ergo in alle Aufgaben im Zusammenhang mit Datenbeschaffung, Datenspeicherung, Verarbeitung, Datatransformation und Erstellung von Data Pipelines involviert. Ein kurzer Überblick über die Aufgabe der Data Engineer bei Ergo sind: Analyse von strukturierten und unstrukturierten Daten, Datenübersetzung in technische Anforderungen, Metadatenmanagement, das Einstellen von Metadaten für verschiedene Rollen und Berechtigungen während des gesamten Use Case Lebenszyklus. Aber die wichtigste Aufgabe für uns ist die Entwicklung von komplexen Codes und Datenpipelines für Datenverfügbarkeit, Operationalisierung der Datenprodukte mit der IT und Entwicklung und Pflegen ein robust, sicher und state-of-the-art Model-Entwicklungsumgebung für unsere Data Scientists. Diese Aufgabe benötigt oft die Evaluierung des neuen Technologie, da der Bereich der KI konstant wächst. Natürlich mag die dynamische Natur der KI das Erlernen neuer Technologien sehr wichtig. Ergo ist sehr flexibel, open und data-driven. Wir arbeiten zusammen in einem Team und wir haben ständige Weiterbildungsprogramme und die Arbeitskultur ist sehr flexibel. Dadurch sind wir immer bereit, neue Technologien zu akzeptieren und in unseren Modellentwicklungsumgebung zu integrieren. Zurzeit sind wir 10 Data Engineer bei Ergo. Es ist eine perfekte Kombination aus erfahrenen und jungen Mitarbeitern. Und wir sehen oft 2, 3 Data Engineers,
die zusammen mit anderen Teams für einen Use Case arbeiten. Ein kurzer Überblick über unsere Architektur. Wir sehen es als unsere KI Factory. Bei Ego haben wir ein internationales Team, das sich mit dem gesamten KI-Prozess befasst. Wir haben unser IT-Ego-Team mit Sitz in Düsseldorf und sie sind verantwortlich für unsere Anforderungen an Data Ingestion. Wir Data Engineers arbeiten zusammen mit IT-Ego, um sicherzustellen, dass die Daten aus verschiedenen heterogenen Quellen in unsere Ingestion Zone ingestiert wurden. Ergo verfügt über eine große Datenbank, die aus verschiedenen heterogenen Quellen stammen, was die Aufgabe der Data Engineer herausfordern und spannend macht. Dann, wir haben so unsere Modellentwicklungsumgebung hier und wir haben mit einer On-Premise-Umgebung begonnen, sind nach und nach zur Hybrid Cloud übergegangen und jetzt sind wir gemeinsam mit unserem Digital IT Team in Warschau, Polen, zur Public Cloud überzugehen. In dieser Modellentwicklungsumgebung führen wir die notwendige Datenverarbeitung und Datenbedienung führen. Als Data Engineers stellen wir sicher, dass dieser gesamte Prozess, Data Transformation Prozess, ist automatisiert, konfigurierbar, einfach zu bedienen und für einen neuen Use Case und den gleichen Use Case replizierbar ist und über eine Code, Infrastructure als Code verwaltet wird. Dann haben wir unser IT-Team in Düsseldorf, mit dem wir Data Engineers arbeiten zusammen für unsere Operationalisierungsplattform. Die verschiedenen Tools, die wir nutzen für unsere Operationalisierungsplattform, ist wieso? Git, Scala, Jenkins, Spark, Alation für unser Metadata Cataloging. Wir haben ein OpenShift Cluster installiert. Und dort verwenden wir Docker-Images für unsere Operationalisierungsaufgabe durchzuführen. Gleich haben wir auch in unserer Modellentwicklungsumgebung Amazon S3 für Datenspeicherung, Amazon EMR als so Spark und Clusters, Apache Airflow für unser Job-Scheduling für die Spark-Jobs und Jupyter Notebooks für unsere Data Scientist und Amazon SageMaker als unsere neue MDev Umgebung für unsere Data Scientist. Und dann haben wir unseren Geschäftsprozess in unsere Operationalisierungsplattform integriert für die verschiedenen Services für den gesamten KI-Prozess zum Operationalisieren. Ja, wie Sie sehen, dieser gesamte KI-Prozess von verschiedenen Teams betreut und wir als Data Engineer in Ergo sind nicht nur an der Organisation und Pflege an der Data beteiligt, sondern arbeiten wir zusammen, um den komplett End-to-End-Prozess sicherzustellen. Ja, und wir sind eigentlich die Business-Owner für diese gesamte KI-Landschaft. Danke. Ich übergebe meine Kollegin Tim an hier. Ja, jetzt haben wir schon eine ganze Menge gehört über das, was wir vorhaben in Ergo. Rolf hat eine Menge zu unserer Vision erzählt und zu unserem Aufgabengebiet. Lukas und Ritesh haben Data Science und Data Engineering näher gebracht, unser Verständnis dafür. Und wie das Ganze dann ins Unternehmen kommt, wie diese Fähigkeit im Unternehmen vermarktet werden kann und Wirkung erzielen kann, an der Stelle kommt der Analytics Consultant ins Spiel. Mein Name ist Tim Stettner. Ich bin eigentlich schon mein ganzes Berufsleben lang in der Wertschöpfungskette, die wir eben gesehen haben, zu Hause und in verschiedensten Rollen
in der Versicherung als interner, als externer Mitarbeiter in IT-Fachbereich und natürlich auch als Kunde selber unterwegs. Und bin jetzt im Team Advanced Analytics als Analytics Consultant eben dabei, die digitale Transformation bei ERGO ganz aktiv mitzugestalten. Ja, wir hatten die Chance, vor einigen Jahren das Team bei Null mit aufzubauen. Ich durfte glücklicherweise mit dabei sein und mich von Anfang an mit einbringen und diesen Weg mitzugehen. Und was mache ich da als Analytics Consultant? Mein Job ist es, im ganzen Unternehmen nach datengetriebenen Use Cases zu suchen und die dann nach Möglichkeit auch zu finden. Also die Fähigkeiten, die wir haben, im Unternehmen zu vermarkten und mit Fachbereichen ins Gespräch zu kommen. Aber natürlich auch mit dem Blick nach außen, technologische Entwicklungen auf dem Markt und in der KI-Szene wahrzunehmen, mit Startups und Technologiepartnern in Verbindung zu kommen. Ein paar davon sehen wir auch heute noch. Und die Ideen zu challengen und zu schauen, was wir daraus machen können im Unternehmen und wie wir daraus Wert generieren können. Wenn Sie sich jetzt fragen, wie das geschieht, das ist sehr, sehr viel Reden und Sprechen. Ja, es geht sehr viel darum, Prozessverständnis zu erreichen. Rolf hatte das eben schon mal erwähnt. Es geht darum, wirklich zu verstehen, wo der Schuh drückt, wo im Unternehmen eben dann auch Potenzial zu finden ist. Das KI-Potenzial oder den Einsatz von KI eben einschätzen zu können. Und dafür ist das Verständnis entlang der gesamten Wertschöpfungskette für das Unternehmen, auch für seine Historie, seine eingesetzten Systeme und Prozesse und natürlich auch für die handelnden Menschen und eine gewisse Empathie dann auch den handelnden Personen und deren Situation gegenüber ganz, ganz elementar. Und das ist das, was meine tägliche Arbeit ausmacht. Da das Ohr offen zu haben und eben genau diese Potenziale dort zu finden und einschätzen zu können, mit den Kollegen zusammen zu erarbeiten, welche Möglichkeiten es gibt und unsere Fähigkeiten, die wir im KI-Umfeld aufgebaut haben, dann auch entsprechend einsetzen zu können. Ja, wenn es dann dazu kommt, dass wir eben in Modellentwicklung und Implementierung einsteigen, das, was Lukas und Ritesh eben schon so schön beschrieben haben, dann ist es meine Aufgabe, das Thema mit zu begleiten. Es kam eben die Frage aus dem Publikum, was macht denn da eigentlich der Enablement Manager in der Rolle? Das ist sehr ähnlich zu verstehen, was ich hier tue. Ja, ich begleite eben den Fachbereich oder die Fachbereiche unsere Mitarbeiter dabei, ein gemeinsames Verständnis zu haben, zu erhalten und auch zu erhalten und Ergebnisse zu deuten und auch eben den Impact fürs Business einschätzen zu können. Ja, zu schauen, was bringt es denn, wenn wir jetzt eine gewisse Accuracy oder eine Precision, ein Recall von was auch immer erreichen. Wie kriegen wir das eben in den Live-Prozess dann auch integriert und wie können wir als Unternehmen Wert daraus schöpfen und auch dafür sorgen, dass es dann auch erhalten bleibt im Laufe der Zeit. Ja, warum mache ich das bei ERGO so gerne? Ich glaube, dass, wie Rolf es eben schon mal gesagt hat, das Thema KI und Versicherung zusammengehören. Ja, immer schon ein Stück weit zusammengehört haben, heute noch viel mehr als früher vielleicht, weil die Anwendungsfelder sich so stark verbreitern und wir so viele Möglichkeiten haben, aus den vielen Daten, die wir haben, diesem riesigen Datenschatz, der täglich wächst, eben Wert zu generieren. Wenn wir darüber sprechen, auch wenn es ein bisschen abgedroschen klingt, dass Daten das neue Öl sind, dann verstehe ich uns hier in unserer Rolle auch ein Stück weit als die Raffinerie, die daraus den Treibstoff macht, der dann erst wirklich Wert generiert. Und wer sich damit mal beschäftigt hat, der weiß, wie kompliziert das ist und was alles dazugehört. Es ist eben nicht nur das Hinzufügen anderer Elemente, sondern auch das Zusammenbringen der richtigen Mischung und auch das Ausprobieren, was dann zukünftig da an der Stelle richtig wirkt. Und ich glaube, dass es in so einem Unternehmen wie ERGO es ist, da perfekt anwendbar ist und das eben tagtäglich mit zu begleiten und gestalten zu können und sich dabei selber auch so stark weiterentwickeln zu können in diesem Unternehmen. Das ist das, was mich tagtäglich motiviert und heute Abend auch so sehr freut, das hier einmal dem Publikum auch näher bringen zu können und jeden dafür auch ermutigen zu können, so ein Thema auch in so einer womöglich als verstaubt wirkenden Branche wie einer Versicherung dann auch wahrzunehmen und
ja, bei Interesse natürlich auch weiter Fragen zu stellen und auch den Abend zu nutzen, die Fragen hier zu klären. Vielen Dank. Ja, das war so ein bisschen unsere Vorstellung, Clemens. Ich hoffe, wir konnten da einen ganz guten Einblick erzeugen in unseren Maschinenraum, wie wir ja so ein bisschen, komm gerne nach hier, du bist ja der Chef im Ring, wir nicht. Und ein bisschen Einblick in den Maschinenraum geben. Ich habe die eine oder andere Frage hier schon gesehen. Kollegen haben das ein bisschen aufgegriffen, aber wir können gerne noch ein paar. Ja, erstmal ganz herzlichen Dank an euch alle. Das war wirklich eine tolle Vorstellung. So bunt und vielfältig kann das Leben bei einer Versicherung sein. Ja, das ist ganz toll. Und ich bin ein Ingenieur, also ich fand natürlich besonders faszinierend der Blick in euren Maschinenraum. Ganz spannend. Ich habe die erste Frage von mir selbst. Was kostet es, diesen Maschinenraum jährlich in Betrieb zu halten, den zu erweitern, zu aktualisieren? Welches Budget steht dahinter? Ah, das ist schwierig. Also ich weiß das, das muss ich ehrlicherweise sagen. Aber es sind, also wir gehen da schon in gute siebenstellige Beträge natürlich rein. Wir müssen sehen, wir haben bei uns gebündelt schon, das ist eigentlich auch ein Erfolgsfaktor, den wir in den letzten Jahren mal geändert haben. Wir haben wirklich das komplette Budget, um natürlich die Mannschaft hier aufzubauen, aber auch um mit den Fachbereichen und dann in die IT-Integration zu gehen. Das heißt, wir bringen quasi auch ein Stück weit, ich sage immer, wir sind der Handwerker, der sich selber bezahlt. Also der Fachbereich, ich will nicht sagen, der wird von uns beglückt, aber wir müssen natürlich sehen, dass wir schon eine spezielle Aufgabe haben. Wir haben auch einen Digitalisierungsaufwand und auch Auftrag, wollte ich sagen. Und deshalb bringen wir das Budget zusammen. Deshalb, ich kenne es sehr genau, aber es ist ordentlich. Und wie groß ist euer gesamtes Team, was dahinter steht? Ja, wir sind also im Data Analytics Team. Ich habe ja auch noch Robotics, aber in dem Data Analytics Team sind wir exakt 27 insgesamt. Und Ingenieur so um die 10, 11 Kollegen im Science-Bereich ähnlich. Da unterscheiden wir ein bisschen mehr Science, AI, aber eigentlich macht da jeder alles. Und Enablement Manager schien nicht so ganz klar zu sein, was die Kollegen machen, aber Tim hat schon mal erwähnt, er ist nämlich einer derjenigen, der eben auch auf die Suche geht, ne? Also auch diese quasi Vertrieb macht, das mache ich persönlich ehrlich gesagt auch im Unternehmen. Und und die Enablement Manager sind, es ist ein Stück weit Projektmanager, die beiden, die wir haben, sind auch ehemalige IT-Projektleiter, also die kennen sich auch aus, insbesondere das Thema Integration in die Anwendungslandschaft ist deren Job mit. Ja. Liebe Zuschauer, Rolf hat es gerade gesagt, ihr könnt uns Fragen stellen. Einige von euch haben das schon getan. Über YouTube-Chat, wenn ihr euch einloggt, könnt ihr da Fragen stellen. Die werden dann von uns gefiltert und hier vorne auf den Frontmonitor eingeblendet. Hier zum Beispiel eine Frage, wie wird mit den 30.000 E-Mails umgegangen, die falsch zugeordnet werden? Genau, da hat einer gut nachgerechnet. Das ist noch nicht KI, sondern Dreisatz, aber das ist immer gut. Genau, das sind die 90%, die Lukas erwähnte, die wir bereits richtig zuordnen. Mittlerweile sind wir sogar ein bisschen weiter, wie ich im Kopf habe, aber die 30.000 sind als der Rest. Jetzt muss man wissen, die gehen nicht immer alle zu info@ergo.de, aber das sind diejenigen, die dann nochmal ein zweites Mal gelesen werden und dann erst an die richtige Adresse weitergeleitet werden. Deshalb ist unser Bestreben schon, das Modell immer weiter zu trainieren. Deshalb ist auch das Thema Training, also Logging, Mitschreiben, wohin sind sie dann am Ende des Tages gegangen, das Modell nochmal trainieren. Da haben wir auch ein Modell-Update-Prozess schon implementiert in dieser AI Factory, die der Ritesh eben genannt hat. Und da fließen die dann ein und wir wollen hoffen, dass es irgendwann vielleicht gar keine mehr sind, die dann unnötigerweise woanders hingegangen sind. Ja, dann hat man noch eine Frage aus dem Zuschauern. Und zwar, wie wird eigentlich die ganze Belegschaft auf das Thema KI trainiert? Die müssen ja wissen, dass es euch gibt als Maschinenraum und nicht nur, dass ihr Vertrieb macht, sondern am besten kommen die auch zu euch und fragen nach KI. Ja, genau. Da gebe ich mal gerne an den Tim, weil er hat ja gesagt, er ist ja auch ein Stück weit Vertrieb. Consultant ist auch Vertrieb. Tim? Ja, sehr gerne. Es ist natürlich so, dass wir gestartet sind und diese Fähigkeiten, die Absicht, erstmal aufbauen mussten und gestartet sind auch mit der Maßgabe, mit Advanced Analytics erstmal ein
ein Angebot aufzubauen, um Nachfrage zu generieren im Unternehmen. Das war unser Credo auch zu Beginn, was natürlich bedeutet, dass wir sehr, sehr viel Klinkenputzen betrieben haben und Marketing betrieben haben, auf allen möglichen Bereichs- und Abteilungsveranstaltungen uns angeboten haben, das Thema näher zu bringen, auch viel Marketing im Intranet betrieben haben, hier und da eben Artikel von externen Veranstaltungen, internen Veranstaltungen, um das Thema zu begeistern. Und irgendwann springt der Funke über mit den ersten Leuchttürmen und den ersten Erfolgsstories. Die E-Mail-Klassifikation ist so eins. Ja, mit solchen Erfolgsstories eben dafür zu sorgen, dass auch andere Fachbereiche sagen, hey, guck mal, was die Jungs da machen und die Kollegen, das ist ja super. Ist da nicht auch was für uns drin? Lass uns doch mal drüber reden. Und diesen Funken, den haben wir mittlerweile überspringen lassen oder der konnte überspringen, sodass wir mittlerweile, ich will nicht sagen, uns vor Anfragen nicht mehr wehren können, aber natürlich sehr viel damit zu tun haben, eben aktiv auch mit den Kollegen im Gespräch zu bleiben. Und die Pipeline ist gut gefüllt, da können wir uns nicht beschweren. Genau, vielleicht darf ich noch eins ergänzen. Er hat nämlich auch ein bisschen verschwiegen, dass er auch verantwortlich ist für ein eigenes Web-based Training, was wir auch für die Mitarbeiter gemacht haben, dass sie also dieses Awareness dann auch da ist, dass sie wissen, wie wichtig sind Daten und auch unsere Arbeit verstehen. Da haben wir ganz viel investiert, dass sie wirklich da mitdenken und mitmachen. Abschließende Frage: Gibt es sowas wie ein Endziel? Gibt es irgendwie einen Zeitpunkt, wo man sagt, so, jetzt ist alles KI-enabled, jetzt läuft alles? Jetzt können wir wieder. Das mag sein, aber da ich ein Urgestein bin, bin ich dann wahrscheinlich schon in Rente. Aber ich würde mal so sagen, also wir haben schon eine große Company, da ist unheimlich viel zu machen. Wir wollen auch vielleicht mal das auch so ein Thema bestreiten, dass wir sagen, nicht nur wir machen das, sondern wir enablen auch Kolleginnen und Kollegen in anderen Bereichen. Wir nennen das dann sowas wie Domain Data Scientists, also Aktuariate. Die sind natürlich da auch prädestiniert, weil die auch das gleiche Mindset haben, wie ich schon erwähnte. Und dass auch andere das machen. Ne? Das ist ein Thema, wo wir sagen, wenn da viel passiert, dann wird das schon über die Jahre ganz normale Geschichte. Und das Zweite ist natürlich bei uns jetzt, wir haben uns jetzt am Anfang sehr stark natürlich auf die Deutschland-Heimatmarkt, große Company schon konzentriert und wir gehen jetzt natürlich auch in die quasi Fläche. Und Österreich, nächstes Jahr machen wir Belgien, Griechenland sind wir im Gespräch. Also wir sind da schon überall, wo wir da mal angreifen wollen. Sehr, sehr spannend. Ich glaube, ihr habt heute viele potenzielle neue Kollegen und Kolleginnen angesprochen. Ich wünsche euch weiterhin viel Erfolg. Genau. Wir machen alles weiter klar. Im Programm. Ganz herzlichen Dank. Schönen Dank, hat Spaß. Und liebe Zuschauer, ihr könnt auch den Rolf später noch in seiner Zoom-Session treffen und persönlich weiter löchern. Und die anderen Kollegen auch. Alles klar. Gut, dankeschön. Danke. Ne? Tschüss. Ja, weiter geht's mit unserem zweiten DigiHub-Partner und zwar mit Indeed. Viele von euch kennen Indeed. Indeed ist das weltgrößte Online-Jobportal, ist seit 2004 gegründet und seit 2011 in Deutschland und hat in Deutschland tatsächlich 90% aller offenen Jobs erfasst. Das ist eine Wahnsinnszahl, das sind nämlich um die 500.000 offene Stellen allein in Deutschland. Indeed ist aber nicht nur einfach ein Jobportal, sondern auch ein Aufklärer und ein Berater in Sachen Arbeitsmarktentwicklung und Jobentwicklung, zum Beispiel für uns als DigiHub, aber auch für unsere DigiHub-Partnerunternehmen. Also ein sehr wichtiger Partner für uns. Daniel Wahlen ist Senior Marketing Manager und Evangelist bei Indeed. Das macht er seit 4 Jahren. Und davor war er 5 Jahre bei Google, im Silicon Valley, in Dublin, in Deutschland, davor bei Coca-Cola. Ihr seht, das sind die ganz großen Namen in seinem CV. Wir sind sehr froh, dass er heute hier ist. Daniel, ganz herzlich willkommen. Wir sind gespannt, was du uns erzählst zum Thema, was Big Data uns über den Arbeitsmarkt für KI-Experten und Expertinnen sagt. Ja, vielen Dank, Clemens. Ich glaube, du hast nicht erwähnt, dass ich einen Bachelor in Freizeitmanagement gemacht habe. Also so groß sind die Namen da teilweise auch nicht. Ich grüße übrigens luftlinienmäßig nur ein paar Kilometer entfernt. Ich bin selber auch in Düsseldorf, aber leider haben wir global noch den Grundsatz, dass wir noch bei keinen Veranstaltungen teilnehmen. Und trotzdem ist unser Düsseldorf-Office übrigens das erste, was wir global, wir haben ca. 10.000 Mitarbeiter, aufgemacht haben. Heute, beziehungsweise am Montag in dieser Woche mit 7 Mitarbeitern, die ins Büro kommen wollten. Ich wäre super gerne bei euch gewesen. Ich hätte mich auch gerne vor diesen Greenscreen gestellt. Der Vorteil ist, ich muss jetzt keine lange Hose tragen. Und dementsprechend freue ich mich, Ihnen ein bisschen was über den Arbeitsmarkt im Bereich KI zu erzählen. Wir könnten mal die Präsentation starten.
ich weiß gar nicht genau, sehe ich dann jetzt ungefähr, auf welchem Slide wir sind? Gerade sehe ich nur mich. Sonst gehe ich einfach mal davon aus, wir sind jetzt irgendwo auf dem ersten Slide, also auf dem Titelslide. Ansonsten, Jana, kannst du mir vielleicht noch kurz einen Kommentar dazu geben? Also getitelt haben wir das Ganze, was Big Data uns über den Arbeitsmarkt für, jetzt sehe ich es auch wunderbar, für KI-Experten und Expertinnen natürlich sagt. Auf dem nächsten Slide vielleicht einmal unsere Mission, We Help People Get Jobs, ins Praktische umgesetzt. Wir sehen es als unsere Hauptaufgabe, closer to the hire zu kommen. Also wie können wir diesen Schritt von, ich suche einen Job, ich klicke darauf, ich bewerbe mich, ich mache ein Interview für diesen Job und letztlich werde ich eingestellt, immer stärker verkürzen für die Jobsuchenden vor allen Dingen und natürlich damit auch für die Arbeitgeber. Und dabei setzen wir natürlich auch viel Machine Learning, viel KI ein und darauf möchte ich auch etwas eingehen. Zunächst aber mal, Jobsuche an sich klingt immer so simpel, es ist aber durchaus gar nicht unkomplex. Gehen wir mal auf die nächste Slide und ich wollte Ihnen einfach mal ein schönes Beispiel zum Schmunzeln vielleicht mitbringen. Machen wir mal kurz einen Test. Wir suchen also zum Beispiel nach Sales in Stamford, das ist eines unserer beiden Headquarter. Wir haben das große Headquarter in Austin, also in Texas. Und auf der nächsten Slide sehen wir dann, wir bekommen ein Ergebnis. Also, ne, ich habe das eingegeben und ich bekomme jetzt also Jobs 1 bis 10 aus einem Portfolio von 2279 Jobs, die dazu passen. Das sind im Grunde die wesentlichen zwei Dinge, die ein Algorithmus im Bereich der Jobsuche tun muss, nämlich auf der nächsten Slide nochmal erklärt das Ranking und dann wiederum das Matching. Und beim Ranking gibt es natürlich spannende Faktoren, wie gut passt der Titel zu dem, was die Leute eingeben und wie gut ist der Arbeitgeber. Aber es gibt auch Faktoren, die können wir als Arbeitgeber zum Beispiel gar nicht beeinflussen. Und ein spannendes Beispiel davon habe ich Ihnen auf dem nächsten Slide einmal mitgebracht. Da sehen wir also unser Headquarter in Stamford. Und auf der nächsten Slide sehen wir den typischen Umkreis, den wir für einen Jobsuchenden definieren, also so ungefähr 25 Kilometer um Stamford drumherum. Und auf der nächsten Slide sehen wir einfach mal zwei Städte jetzt markiert. Das ist einmal, das ist bei mir selber ein bisschen klein, Fairfield, das ist oben rechts, und Melville, das ist unten links. Luftlinienmäßig sehen Sie wahrscheinlich schon genau gleich voneinander entfernt und dennoch aus der Perspektive eines Jobsuchenden doch maßgeblich weiter weg das untere Melville als das Fairfield. Warum? Es gibt da keine Brücke, es gibt da keine Fähre. Man müsste jetzt also, wenn man aus Stamford in der Mitte gelegen nach Melville möchte, müsste man also einmal ganz drumherum mit dem Auto fahren und Sie sehen das, da muss man durch New York durch. Das ist kein schöner Weg, den man morgens zur Arbeit zurücklegen sollte. Und das sehen wir tatsächlich auch im Jobsuchendenverhalten reflektiert. Auf der nächsten Slide sehen wir einmal, was passiert, wenn wir Jobsuchenden, die in Stamford sind, Jobs aus Stamford selber zeigen, dann ist die Klickrate, also das Verhältnis von Impressionen, also wie oft der Job gezeigt wird, zu Klicks, circa 4,7% im Schnitt. Auf der nächsten Slide sehen wir, wie wäre es denn, wenn jemand in Fairfield, also wenn wir Fairfield-Jobs zeigen, wenn jemand in Stamford ist, da sind wir noch bei 3,6% und auf der nächsten Slide sehen wir, ja, das verheerende Urteil der Jobsuchenden, die also fast nur noch ein Fünftel so oft Jobs in Melville anklicken. Die sagen uns also durch ihr Jobsuchendenverhalten, Leute, sorry, aber wenn ich in Stamford bin, Jobs aus Melville, die interessieren mich im Grunde so gut wie gar nicht. Und wenn wir noch mal eine Slide weitergehen, dann haben wir noch mal den globalen Umkreis und wir können dann eben nicht nur angucken, jetzt speziell diese drei Städte, sondern auf der nächsten Slide sehen Sie, dass wir uns einfach angucken können, welche Jobs haben eigentlich die besten Klickraten, wenn jemand aus Stamford heraussucht. Und da sehen wir, die sind fast alle entlang dieser Route, ich kann es auch gerade nicht ganz genau, ich weiß noch nicht mehr auswendig, welches ist, aber diesem Highway entlang, wo man also gut und schnell commuten kann. Und auf der nächsten Slide sehen wir dann nochmal die Städte oder die Bereiche, die die schlechteste Klickrate haben. Und das auf der nächsten Slide nochmal zusammengelegt, zeigt uns im Grunde, obwohl wir keine Traffic-Daten haben, was ich zum Beispiel bei Google Maps immer ganz spannend finde, dass wir alleine auf Basis von Jobsuchendenverhalten, von Klickraten verstehen können, naja, was für Orte sind denn eigentlich relevant für einen Jobsuchenden und welche weniger? Das beeinflusst natürlich das Ranking.
Der zweite Faktor, der für mich fast noch viel spannender ist und was mich am meisten, das ist die nächste Slide, überrascht hat, auch als ich von Google zu Indeed gekommen bin, ist dieser Faktor Matching. Und Matching, da kommen sicherlich auch viele Themen heute zum Tragen, mit denen Sie sich vielleicht beschäftigen. Ich muss sagen, was die Kollegen von der ERGO gerade erzählt haben, ich bin, glaube ich, doppelt froh, dass ich nicht im Studio bin, weil gefühlt sind das alles klügere Menschen als ich, die sich alle mit viel klügeren Themen beschäftigen. Bei uns, wenn wir das Matching betrachten, da sitzen sicherlich ähnlich kluge Leute. Wir versuchen prinzipiell auf Basis von drei Kriterien zu matchen. Das ist einmal über Managed Rule Sets, also das definieren wir für sehr häufig auftretende Suchen, wie zum Beispiel Teilzeit. Dann gibt es Matching Models, wo auch wir Machine Learning einsetzen für weniger häufig auftretende Suchen und dann den sogenannten Natural Match, also für Suchanfragen, die weder von Regeln noch irgendwelchen Modellen abgedeckt werden und dann eben stärker wieder auf die Standardlogik zurückgreifen. Also vielleicht zum Beispiel wie, wenn in der E-Mail bei der ERGO sehr oft Zähne drinsteht. Und da übrigens und auch an alle von Ihnen, die in diesem Bereich tätig sind, da brauchen wir auf jeden Fall noch Unterstützung. Wie kann uns KI dabei helfen, gewisse Herausforderungen zu lösen? Denn man darf eine Sache nicht vergessen, Jobsuchende suchen ganz anders nach Jobs, als wir uns das teilweise vorstellen würden, wenn wir zum Beispiel in diesem Bereich tätig sind. Denn eine zum Beispiel der wirklich häufig so auftretenden Suchanfragen sehen Sie auf der nächsten Slide. Und das ist einfach alles. Also Menschen geben im Was-Feld alles ein. Warum tun Sie das? Weil Ihr Verständnis ist, wenn Sie eingeben, alles Düsseldorf, dann bekommen Sie alle Jobs angezeigt, die es in Düsseldorf gibt. Das ist das Verständnis der Suchmaschine. Welche Jobs zeige ich jetzt aber dieser Person? Denn alles ist ja, so wie gesagt, alles und nichts. Da müssen wir also auf ganz viele Kriterien zurückgreifen. Vorherige Suchanfragen, vielleicht eingeloggt, vielleicht ein Lebenslauf, Standort, Tageszeit, Uhrzeit, um zu entscheiden, welche Jobs packe ich da ganz nach vorne. Alles ist noch ein bisschen schwierig. Nächster Job oder nächste Slide, meine ich, ist sogar noch mal ein bisschen kniffliger. Leute geben auch ein Arbeit. Also was suche ich? Na, ich suche Arbeit. Was zeige ich dem jetzt? Und dem zeige ich wahrscheinlich eher nicht den Job für den KI-Experten, aber vielleicht zeige ich dem einen Lagerhelfer oder einen Kommissionierer oder eine Aushilfe. Und vielleicht einen Schritt weiter, wo es ein bisschen konkreter wird, nächstes Slide, auch das auf Platz 8 der Suchanfragen in Deutschland, ist der Begriff Büro. Das sind Menschen, die möchten was im Büro machen. Das ist auf Platz 8 der Suchanfragen, das muss man sich mal vorstellen. Und auch da ist die Frage, welche Jobs zeige ich jetzt, weil im Büro finden die meisten von denen statt. Vielleicht gerade im Moment nicht, aber typischerweise. Und vielleicht noch die größte Herausforderung sehen Sie auf dem nächsten Slide, denn das ist tatsächlich der am häufigsten eingegebene Begriff, nämlich gar nichts. Ich lasse einfach das Was-Feld frei und gebe einfach nur Düsseldorf als Stadt ein, in der Hoffnung, ich lasse mir jetzt mal alle Jobs zeigen. Und da ist es super schwierig und da ist eben sehr viel Machine Learning, sehr viel KI im Einsatz, um zu verstehen, was sind da Jobs, die ich demjenigen oder derjenigen jetzt zeige. Immer, und das sehen Sie auf der letzten Slide zu dem Thema, unter den beiden Kriterien Relevancy, also wie relevant sind die Jobs, die ich zeige, und gleichzeitig auch Attainability. Wie wahrscheinlich kann dieser Jobsuchende diesen Job auch bekommen? Ist es zum Beispiel jemand, der einen Lebenslauf hochgeladen hat, in der schon 3 Stationen als KI-Experte hinter sich hat? Na, dann zeige ich wahrscheinlich doch, wenn der das Suchfeld mal freilässt, auch die KI-Jobs ganz vorne. Ist es jemand, der da gar keine Erfahrung hat, dann eher andere Jobs, die er oder sie eher bekommen kann. Also ganz spannend, wie wir damit umgehen müssen. Wir müssen uns versuchen, jeder Kategorie immer wieder neu zu nähern. Und das habe ich jetzt auch mal auf den nächsten Slide versucht, eben um den Arbeitsmarkt zu betrachten. Und zwar insbesondere den Arbeitsmarkt im Bereich Artificial Intelligence oder künstliche Intelligenz. Erstmal hier in Düsseldorf und dann betrachte ich das Ganze auch aus einer nationalen Perspektive heraus. Und jetzt kommt gleich ein Slide, noch nicht draufschalten, aber das Erste, was ich dann mache, ist, ich bin da kein Experte in dem Bereich. Ich muss also Daten nutzen, um mein Verständnis für diesen Jobbereich irgendwie zu erhöhen. Und das Erste, was ich mache, ist, ich nehme unsere Rohdaten und ich mache eine Abfrage und sage, zeig mir doch mal, was die Menschen eigentlich eingegeben haben, die auf Jobs geklickt haben, wo künstliche Intelligenz oder Artificial Intelligence oder Machine Learning oder so im Titel steht. Das sehen Sie auf der nächsten Slide. Und das verrät mir zum einen, was macht der Algorithmus? Also welche Suchanfragen weist der eigentlich diesen spezifischen Jobs zu? Und es verrät mir auch, wenn die Menschen das eingeben, auf welche Jobs klicken sie dann gerne? Also jetzt mal hier in dem Fall, die meisten Klicks
auf KI, AI-Jobs kamen von Menschen, die Machine Learning eingegeben haben. Dann Data Scientist, künstliche Intelligenz, Werkstudent, Artificial Intelligence, Deep Learning, Python und so weiter. Und das, ich hab dem Clemens übrigens vorher die Slides geschickt und habe versucht, ihm zu erklären, was ich damit meinte. Und er meinte, also ganz verstanden habe ich es immer noch nicht. Deswegen versuche ich es Ihnen jetzt auch nochmal zu erklären. Das ist der erste Schritt für mich. Was haben die Leute eigentlich eingegeben, bevor sie auf diese Jobs klicken? Und dann interessieren mich aber die generellen Volumina dahinter. Also wie oft wird denn bei uns generell so ein Begriff eingegeben oder wie oft werden diese hier genannten Begriffe eingegeben? Das sehen Sie auf der nächsten Slide. Also das sind die insgesamten Volumina. Was geben Jobsuchende im Bereich AI, KI am häufigsten ein? Jetzt ebenso auf Platz 1 Machine Learning, riesig viel, 76.000 Suchen, Deep Learning schon nur noch 15.000 Suchende, künstliche Intelligenz 10.800, Artificial Intelligence, Machine Learning Engineer und dann geht es so weiter nach unten. Warum zeige ich Ihnen diese Begriffe jetzt? Also zum einen, weil ich es ganz spannend finde, auch zu verstehen, Mensch, was ist denn da so der hotte Shit in dem Bereich? Auf der anderen Seite haben wir ja darüber gesprochen, wie matchen wir eigentlich Jobtitel zu Jobsuchenden oder Jobs zu Jobsuchenden. Und ein entscheidender Faktor ist dabei immer, stimmen eigentlich die Keywords, die Sie benutzen in Ihrer Stellenanzeige, mit dem ein, was Menschen auch eingeben. Wenn Sie also Ihre Jobs zum Beispiel AI oder KI ausschreiben, dann haben Sie einen direkten Match mit 1808 Suchen für AI und 1713 Suchen für KI. Auf der anderen Seite künstliche Intelligenz, ja, also deutlich mehr, 10.822 und auch Artificial Intelligence 6.183. Also zum einen können wir sehen, die Jobsuchenden schreiben diese Begriffe eher aus, als sie abzukürzen. In den Titeln hingegen sehen wir sie aber häufig abgekürzt. Das ist ein typischer Fall davon, dass ein Markt, also dass sich die Arbeitgeber vom Verhalten her nicht dem Verhalten der Jobsuchenden angepasst haben. Und ich lade Sie dazu ein, gerade diese Begrifflichkeiten, die Sie hier sehen, in Ihren Stellenanzeigen zu verwenden, am liebsten im Titel. Bitte nicht alle in einen Titel quetschen, weil keiner mag einen langen Titel. Also in dem Versuch, für möglichst viele Jobsuchende passend zu sein, haben Sie nur erreicht, für niemanden passend zu sein. Also möglichst reduziert im Titel, aber diese Keywords unbedingt in der Stellenanzeige verwenden. Denn dann haben Sie die Möglichkeit, auf Jobsuchende zuzugreifen. Gucken wir uns auf der nächsten Slide mal an. Für den Zeitraum Juni bis 1. Juni bis 1. August, das sind also Daten, die ich im Vorgespräch mit dem Clemens vor circa einem Monat gezogen habe, hatten wir also in Düsseldorf 225 Jobsuchende, die auf dem Desktop diese Begriffe AI, KI, Künstliche Intelligenz, Machine Learning und so eingegeben haben und 166 auf dem Handy. Das ist übrigens auch ganz spannend. Deutschlandweit ist der Schnitt der Suchen übers Mobilgerät längst bei fast 70%, immer so zwischen 65% und 70%, je nach Region, in die man schaut. Nicht aber in dem Bereich Softwareentwicklung und Data Science. Warum? Weil die Jobsuchenden suchen zur Großzeit, können Sie vielleicht bei sich selber mal überprüfen, wenn Sie auf der Suche nach einem neuen Job sind. Die meisten Leute suchen während der Arbeitszeit nach neuen Jobs und sie benutzen dafür die Geräte, die ihnen bei der Arbeit zur Verfügung stehen. Also eben der Computer. Im Bereich Software sind nur 30% der Suchen ungefähr auf Mobilgeräten und 70% eben auf Desktop-Geräten. Bei einem Fahrer oder einem Altenpfleger haben wir fast 80% der Suchen auf Mobilgeräten und nur 20% bei Computern, weil die während der Arbeit kaum Computer vor sich haben. Also diesen, ich sage jetzt mal hier, was haben wir, 225, 325, sagen wir, grob 400 Jobs stehen 51, Jobsuchenden stehen 51 Jobs gegenüber. Spannend hier vielleicht noch die Entwicklung, also beide Zahlen der Jobsuchenden auf Desktop und auf Handy im Verhältnis zum Vorjahr stark wachsend, 45% und 50%, und die Jobs eher rückläufig. Hat sicherlich auch was damit zu tun. Viele Unternehmen haben noch Einstellungsstopp, haben sich auf essentielle Rollen reduziert. Also hier 50% rückläufig die Menge der Jobs in diesem Jahr als noch im letzten Jahr. Spannend auch, nächste Slide zeigt Ihnen, das ist im Grunde dieselbe Slide, aber ich habe sie nur noch einmal auch für Deutschland hier runtergebrochen, einfach mal gescreenshottet aus meiner Rohdatenabfrage. In ganz Deutschland hatten wir also in diesem Zeitraum vom 1. Juni bis zum 1. August 17.688 Jobsuchende. Wir zählen die in 30 Tagen nur einmal, außer sie kommen über ein anderes Device wieder und wir können es nicht nachvollziehen, weil sie nicht eingeloggt waren oder haben die Cookies gelöscht. Und demgegenüber stehen ca. 2000 offene Jobs.
Ganz Deutschland ist vielleicht für Sie nicht ganz so spannend. Auf der nächsten Slide habe ich es mal runtergebrochen auf die unterschiedlichen Regionen Deutschlands. Und ich habe das mal sortiert nach dem sogenannten Jobseeker Interest. Der Jobseeker Interest ist im Grunde ein Versuch, das Angebots-Nachfrage-Verhältnis auf Basis von Menge von Jobsuchenden im Verhältnis zu offenen Jobs zu berechnen. Auf Basis von diesem Index ist Dresden der Ort, an dem man am leichtesten im Bereich künstliche Intelligenz rekrutieren könnte. Denn in Dresden hatten wir 143 Suchende, aber nur 9 offene Jobs. Also ein sehr entspanntes Angebots-Nachfrage-Verhältnis, könnte man sagen. Kassel ebenso positiv, 37 gegenüber 3. Dann schon Köln, 525, 38. Und wenn Sie die Liste runtergehen, dann sehen Sie natürlich Bereiche wie zum Beispiel Berlin, ist ohnehin in Deutschland unser Software-Arbeitsmarkt-Hub, könnte man sagen, mit 2.343 Jobsuchenden. Aber die treffen auch auf 441 offene Stellen. Also man könnte sagen, von oben nach unten, je weiter oben Sie sind, wenn Sie rekrutieren, ist es oben verhältnismäßig leichter. Je weiter Sie nach unten kommen, desto schwieriger wird es verhältnismäßig. Warum sollte das für Sie interessant sein? Wenn Sie zum Beispiel versuchen, eben Menschen in diesem Bereich zu rekrutieren, Sie können ja Ihre Stellenanzeigen nicht nur da ausschreiben, wo Sie gerade sind, sondern Sie könnten zum Beispiel auch sogenannte Relocation-Kampagnen fahren und Stellenanzeigen gezielt in Dresden ausschreiben oder in Köln, in Leipzig, Nürnberg vielleicht, und in Ihrer Stellenanzeige direkt im oberen Bereich darauf hinweisen, dass es sich eben, also das müssen Sie dann auch in den Titel reinschreiben, das, also Sie müssen das dann in Dresden ausschreiben und sagen, nehmen wir an, Sie sitzen jetzt in München, dann müssen Sie schon schreiben, Data Scientist KI in München. Aber Sie können dann entscheiden auf Basis von diesen Daten, wo schreibe ich denn meine Stellenanzeigen am ehesten aus? Und Sie können natürlich auch überlegen, auf der Basis, vielleicht macht es Sinn, wenn ich mal ein kleines Softwarebüro in Berlin eröffne und vielleicht da versuche, von diesem großen Arbeitsmarkt zu profitieren und davon teilhaben zu können. Auf der nächsten Slide sehen wir jetzt noch mal kurz zurück den Blick auf Düsseldorf. Das sind die Top-Employers, also die Arbeitgeber in Düsseldorf, die die meisten Jobs in diesem Zeitraum online hatten, in denen künstliche Intelligenz, Artificial Intelligence oder so im Titel stand. Accenture, McKinsey haben mich nicht überrascht. QVC hat mich dann wiederum ein kleines bisschen überrascht. Und immer wenn ich da einen Arbeitgeber sehe, bei dem ich mir das nicht so richtig vorstellen kann, na Mensch, hat der Bericht irgendwie falsche Daten gezogen. Aber nein, ich bin dann, das sehen Sie auf der nächsten Slide, auch nochmal auf Indeed selber gegangen, habe einfach, Sie sehen das oben, plus QVC plus AI eingegeben und ich habe ihn eben auch gefunden, den Senior Data Scientist Machine Learning bei QVC hier in Düsseldorf. Also wir sehen, diese Daten basieren auf faktisch offenen Jobs. QVC übrigens sitzt ja auch hier bei uns in Düsseldorf. Da hinten muss es da bei Hamm in der Nähe oder so, müssen wir mal aufpassen, da wird viel geblitzt, wenn Sie da vorbeifahren. Das sind also die Arbeitgeber, die die meisten offenen Jobs in dem Bereich hatten. Vielleicht können wir noch mal kurz, ich weiß nicht, ob das möglich ist, eine Slide zurückklicken, dann führe ich Sie noch mal kurz durch die anderen, die da dabei gewesen sind. Also QVC, PwC, dann das Land Nordrhein-Westfalen, Digital Vikings, Flint Data, Peltron, Johnson Controls und Vodafone. Und wenn wir jetzt es schaffen würden, kurz zwei Slides weiterzugehen, dann würde ich Ihnen noch mal was anderes zeigen, nämlich nicht nur, wer hat die meisten offenen Stellen, sondern wer hat eigentlich, also ich sehe jetzt gerade bei mir nicht die Slide, die ich sehen wollen würde. Nochmal, ja perfekt, da ist sie, vielen Dank. Also was wir jetzt hier sehen, ist nicht, wer hat die meisten offenen Stellen, sondern wer hat pro Job die meisten Klicks bekommen. Also wer ist so, ja, wer ist am attraktivsten gewesen auf der Basis? Wer hat die meisten Jobs bekommen? Das kann natürlich auch daran liegen, dass das Kunden von uns sein können, die also ihre Jobs im Premium-Bereich sponsoren. Denn das wissen Sie vielleicht nicht, aber Jobs kann man auch kostenlos auf Indeed posten. Dann laufen die einfach wie bei Google im organischen Bereich bei uns sozusagen. Da haben wir also auf Platz 1 Flint Data, Jobvector, Digital Vikings, Empires Consulting, Grohe, Peak Cockenburg, Land Nordrhein-Westfalen, Expert Powerhouse, Peltron und QVC ist auch noch mit dabei. Das freut mich natürlich persönlich, nachdem ich Sie hier als Beispiel genannt habe. Das ist der Blick auf Düsseldorf. Jetzt habe ich mir gedacht, vielleicht ist es für Sie trotzdem auch spannend, wenn Sie sich gerade nicht aus Düsseldorf zuschalten, das auch mal für Deutschland zu sehen. Also dann habe ich mir angeguckt, das ist die nächste Slide. Welche Arbeitgeber bekommen eigentlich in Deutschland die meisten Klicks
von Leuten, die auf der Suche sind nach Jobs im Bereich KI, AI, Machine Learning und Deep Learning. Und da sehen Sie also die attraktivsten Arbeitgeber auf Basis von Klicks, wenn man das als Indikator dafür benutzen darf. Da haben wir auf Platz 1 Fraunhofer Gesellschaft, dann Apple, Fuse, Siemens, die Firma kenne ich persönlich nicht, Chemorator, ABB, Centogene, Bosch, Forschungszentrum Jülich und Fujitsu. Auch das kann spannend sein zu verstehen, nicht nur für Sie lokal, sondern auch im deutschlandweiten Bereich, damit Sie wissen, mit wem konkurrieren Sie unter Umständen um Talent. Denn eine Sache, und das wird häufig missverstanden, Ihre direkten Mitbewerber, also die Unternehmen, mit denen Sie vielleicht im Wettbewerb stehen, das sind nicht nur Ihre Talentmitbewerber, sondern gerade in diesem Bereich Data Scientist sucht fast jeder. Da sucht Aldi, genauso wie die Deutsche Post, genauso wie Siemens, genauso wie QVC, genauso wie Apple, genauso wie Fraunhofer. Es wird immer wichtiger, die richtigen Strategien zu finden, um sich davon abzusetzen. Ich habe übrigens ein Tool dabei, mit dem kann ich, wenn Sie jetzt Ihre Stadt mal ganz besonders interessiert und Sie wünschen sich da vielleicht noch mal ein paar Daten zu, wer da zum Beispiel im Bereich Softwareentwicklung in Ihrer Stadt oder in Ihrer Region oder Ihrem Bundesland ganz weit vorne ist, dann lade ich Sie gerne ein, diese Möglichkeit nachher zu nutzen, diesen Zoom-Link auszuprobieren und dann können wir uns connecten. Dann kann ich die quasi live meinen Bildschirm mit Ihnen teilen und Ihnen ein bisschen was zeigen zu Ihrer Region. Und damit komme ich zu meiner letzten Slide und das ist einfach nur ein ganz einfaches Experiment, da wir ja eine Suchmaschine sind, also da wir ja Jobs crawlen, indizieren, sagen wir lieber, weil crawlen sich gerne auch mal für den Normalbürger etwas bedrohlich anhört, weil es so etwas Kriechendes hat. Aber da wir ja crawlen, ungefähr 4-5 Mal am Tag, kann ich also sehen, nehmen wir mal jetzt Fraunhofer, wann ist dieser Job bei Fraunhofer online gegangen? Wann war er also zum ersten Mal auf der Karriereseite sichtbar und wann ist er wieder runtergenommen worden? Warum? Denn das kann ein Indikator dafür sein, wie schnell wurde diese Stelle besetzt? Wie lang hat dieses Unternehmen gebraucht, um seine Stelle zu besetzen? Und da kann ich Ihnen sagen, dass im Schnitt in Düsseldorf die Jobs im Schnitt von den Arbeitgebern, die wir also eben gesehen haben, wo auch QVC dabei war, 62 Tage auf den Unternehmenskarriereseiten oder eben direkt bei uns geschaltet verbleiben. Könnte man also darauf schließen, Mensch, im Schnitt dauert es wahrscheinlich so 2 Monate, bis so eine Stelle besetzt werden kann, wobei ich auch mit vielen Unternehmen gesprochen habe, die sagen, sie haben noch deutlich größere Probleme, da jemanden zu finden. Okay, also Clemens hat mich gebeten, ich soll jetzt nochmal ein inspirierendes, zusammenfassendes Schlusswort finden. Ich sage vielleicht einfach nochmal kurz, worüber wir heute gesprochen haben. Ich habe zum einen mal so ein bisschen gezeigt, so ein Suchalgorithmus im Bereich der Jobsuche, also der Ranking und Matching machen muss. Wo kommt da eigentlich KI ins Spiel und welche Herausforderungen muss man lösen, wenn man einfach die Realität sieht, nämlich dass Menschen teilweise ganz anders nach Jobs suchen, als uns das vielleicht logisch erscheint. Und dann sind wir auf die Arbeitsmarktsituation eingegangen. Wo gibt es wie viele offene Stellen? Wo gibt es wie viele Suchende? Wie kann man diese Daten nutzen, um Aussagen darüber zu treffen, wie leicht oder wie schwer es in einigen dieser Märkte ist, zu besetzen? Wir haben uns auch nochmal angeguckt, welche Arbeitgeber sind in Düsseldorf und auch deutschlandweit so die beliebtesten auf einer Klickbasis. Und letztlich, das sehen Sie hier nochmal auf dem Slide, wie einfach oder wie schnell werden diese Stellen im Schnitt, zumindest in Düsseldorf, besetzt. Ich freue mich über Fragen, wenn es welche gibt und ich hoffe, Clemens, du bist stolz auf mich. Ich hatte mir einen Timer gestellt und bin bei 24 Minuten 37 jetzt zum Schluss gekommen. Daniel, ganz herzlichen Dank. Das war wirklich Punktlandung. Wir schauen mal auf den Monitor hier, welche Fragen von unseren Zuschauern eingehen. Ja, wir haben gerade eben Ergo und den Maschinenraum zu KI kennengelernt. Wie groß ist denn euer Maschinenraum? Ihr habt doch auch KI überall, hast du ja gerade sehr schön dargestellt. Wie groß ist die Maschine? Wie viele Leute arbeiten bei euch in dem Bereich? Also das wäre jetzt tatsächlich eine Frage, die ich aus dem Stegreif nicht beantworten kann. Ich weiß es nicht. Ich weiß auch gar nicht, ob ich es sagen dürfte, wenn ich es wüsste, aber ich weiß es effektiv nicht. Ja, eine andere Frage, die jetzt bei mir noch gerade entstanden ist. Wir haben ja später das Thema KI-Hotspots weltweit. Du hast gerade sehr schön gezeigt, was in Düsseldorf passiert, was deutschlandweit passiert, wie viel Aktivität im Bereich Suche und Anzeigenschaltung passiert.
könnt ihr so eine Art weltweite Heatmap auch herstellen, also Aktivitäten rund um KI-Jobs weltweit. Und wo sind dann die Hotspots? Ich vermute mal Silicon Valley, ganz klar, Tel Aviv. Gibt es da weitere Hotspots? Ja, also das können wir tatsächlich, und in dem Bereich ist es auch verhältnismäßig leicht, weil viele Suchende dieselben Begriffe benutzen. Schwierig wird es immer dann, wenn, also so ein Thema wie Verkäufer ist nicht leicht, weil der Pole sucht nicht Verkäufer, sondern der sucht eben das polnische Pendant zum Verkäufer. Und bei AI, KI und so weiter, da kann ich schon eher in den Bereich gehen, Machine Learning, Deep Learning. Da sehen wir tatsächlich ein paar Hotspots, du hast vollkommen recht, aus der USA wird danach viel gesucht. Aber auch zum Beispiel im Verhältnis ist Holland sehr stark, aber auch als ein sehr fortschrittliches Land. Wir sind ja in über, ich glaube, 28 Sprachen und 40 Ländern oder so drin. Aus Indien wird natürlich auch sehr viel in dem Bereich gesucht, gerade auch von Menschen, die da eine Green Card und eine Blue Card oder so weiter möchten. Also da, ich habe es nicht absolut alle im Kopf, aber wenn es jemanden interessiert, ich gucke das bis zum Zoom nach und dann kann ich es auch nochmal genau sagen. Nochmal eine Frage zum Maschinenraum. Gibt es KI-Entwickler bei euch in Düsseldorf am Standort? Ja, die Frage kann ich tatsächlich relativ sicher beantworten. Nein, wir haben unsere Entwicklung nicht selber in Düsseldorf. Bei uns in Düsseldorf sitzt das Marketing, in dem ich auch bin, Vertrieb, Kundenservice, Geschäftsführung und Strategy and Operations. Daniel, nochmal ganz herzlichen Dank für die vielen Zahlen, für die guten Insights. Schön, dass ihr dabei wart. Sehr gerne. Sehr gerne. Dann bis später im Zoom und euch noch viel Spaß und einen tollen Abend. Bis später im Zoom. Danke, ciao. So, liebe Zuschauer, wir haben zwei Keynotes gehört, hochspannend. Und jetzt geht's weiter mit unseren Startup-Pitches. Also Startups, die KI-Lösungen für die Versicherungsbranche anbieten. Und wir kommen zu unserem ersten Pitch von Presire Technologies. Und das ist gleich auch ein erstes Innovations-Highlight. Denn Presire kombiniert Psychologie und künstliche Intelligenz. Also das betrifft die Auswertung der menschlichen Kommunikation, ein Riesenthema in der Kundenkommunikation bei Versicherungen. Und wir hatten ja eben das Beispiel auch von der ERGO, die Auswertung von E-Mails. Und Presire kommt aus Aachen. Das freut uns, weil Aachen ist auch eine Hubstadt, so wie eben Düsseldorf. Und Martin Harasim ist dort der CBDO. Jetzt fragt ihr euch wahrscheinlich, was ist CBDO? Ich kannte es auch noch nicht. Es ist der Chief Business Development Officer. Ja, der Martin, der vereint zwei Domains. Er ist eigentlich von Hause aus Rechtsanwalt, aber inzwischen im Laufe der Jahre ist er Experte geworden für Produkt- und Geschäftsentwicklung mit Software- und Digitallösungen. Martin, ganz herzlich willkommen aus Aachen. Wir sind sehr gespannt, was ihr genau anbietet. Ja, vielen Dank, vielen Dank. Ja, guten Abend. Lasst uns über Sprache, lasst uns über Kommunikation sprechen. Gut, die erste Folie fehlt, dann mache ich es aus dem Gedächtnis. ich will den Vortrag mit einer kleinen These beginnen und die These lautet, es ist entscheidend, wie man etwas sagt. Natürlich enthält Sprache immer Sachinformationen, das ist ganz richtig und es ist auch ganz wichtig zu wissen, ob ich aktuell über eine Lebensversicherung spreche oder ob es um die Kfz-Versicherung geht. Aber auf der anderen Seite kann ich über Sprache, über Kommunikation auch Meinungen transportieren. Ich kann Gefühle und Emotionen transportieren. Und am Ende ist diese Ebene der Sprache mindestens genauso wichtig wie die Ebene der Sachinformationen. Diese Wirkung, die ich erzielen kann mit meiner Kommunikation, ist das, womit ich meine Kommunikation am Ende erfolgreich machen kann. Und deswegen ist es eben zusätzlich relevant, nicht nur auf das Was zu gucken, sondern auch das Wie, wie kann ich das übermitteln. Presire hat letztlich eine KI entwickelt, die automatisch diese Wie-Informationen der Sprache, diese emotionalen Informationen aus jeder Art von Kommunikation, geschriebene und gesprochene Kommunikation, extrahieren kann und die als strukturierte psychologische Informationen auch skalierbar zur Verfügung stellt. Jetzt fragen sich vielleicht manche, okay, wie macht man sowas? Angefangen haben wir vor Jahren mit der größten Studie, die Psychologie und KI verbindet, um erstmal herauszubekommen, was lässt sich aus Sprache überhaupt an psychologischen Informationen extrahieren. Das haben wir weiterentwickelt und weiterentwickelt und mittlerweile erreichern wir dieses psychologische Expertensystem
mit fortlaufenden Ratingverfahren an. Ihr seht es auf der rechten Seite. In der Zwischenzeit haben wir mehr als 39 Millionen Ratings erhoben von über 24.000 Personen. Wir benutzen ein 110 Millionen Parametermodell und aus dem extrahieren wir genau 21 psychologische Attribute. Da ist sowas dabei wie natürlich die Positivität, das klassische Sentiment, das kennt ihr vielleicht, aber auch sowas wie unterstützende Wirkung, professionelle Wirkung, optimistische Wirkung und so fort. Um das Ganze abzurunden, unsere Technik ist geschützt, einmal durch ein US-Patent, einmal durch ein europäisches Patent. Auch von dieser Seite wurde das zumindest anerkannt. Wo setzen wir das ein? Einmal persönlich für jeden Einzelnen zur Weiterentwicklung der eigenen Kommunikation. Dann prozesshaft in einem Prozess, zum Beispiel Dunkelverarbeitungen in Versicherungen oder dann organisatorisch, wenn es Change-Prozesse gibt, wenn ganze Organisationen von Änderungen und von kommunikativen Belangen betroffen sind. Mal von der Theorie in die Praxis. Ein Produkt, was wir anbieten, heißt Presire Impact. Was ist das genau? Es ist ein Office-Add-in. Also jeder, der im Word oder im Outlook einen Text schreibt, kann live sehen, welche Wirkung entfaltet denn das, was ich hier gerade schreibe. Und noch viel wichtiger, ist das die Wirkung, die ich wirklich entfalten will? Was kann man damit erreichen? Ich habe ein kleines Beispiel aus der Praxis mitgebracht, wo wir für einen großen Telekommunikationsanbieter Mailings optimiert haben. Wir haben also untersucht, was ist wichtig, um die Sales per Mail und die Response Rate per Mail hochzubringen, haben diese Erkenntnisse auf den Nachher-Text angewendet und damit tatsächlich 20% höhere Sales per Mail und auch Response Rates erreicht, als das vorher der Fall war. Anderes Beispiel, wo wir sehr aktiv sind, ist das Thema Personalentwicklung und Recruiting. Es gibt bei der bekannten SAP SuccessFactors Suite mittlerweile eine App von Presire, die wird ganz normal in den regulären Workflow eingebunden und die stellt dem Recruiter die Möglichkeit zur Verfügung, einfach aufs Knöpfchen zu drücken und einen Bewerber zu einem automatisierten Interview einzuladen. Das wird dann zu jeder beliebigen Tages- und Nachtzeit durchgeführt und die Ergebnisse, die Auswertungsergebnisse aus diesem Interview landen dann direkt im SuccessFactors-System und ich habe sie als Recruiter bei der Hand. Alles basiert letztendlich auf unserer API. Die nutzen wir nicht nur für eigene Produkte, sondern stellen sie eben auch für jeden zur Verfügung, der sie nutzen will und in eigene Produkte integrieren oder neue darauf aufbauen will. Das Prinzip ist immer das gleiche. Communication in, Psychology out. Und dafür stehen wir. Ich überspringe die nächsten beiden Slides. Wer bis jetzt noch nicht restlos überzeugt ist, dem hilft vielleicht diese Ansicht. Wir haben interne Tests gemacht, nur mit dem Attribut Sentiment, also eines von 21, die wir anbieten, und haben uns gegen die ganz Großen verglichen, also Watson, Google, Amazon und Microsoft. Und ihr seht das Ergebnis, selbst in der Sentiment-Analyse ist Presire am Ende die Engine, die die besten Ergebnisse und qualitativ hochwertigsten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Anbietern liefert. Herzlich willkommen. Martin, ganz herzlichen Dank. Nochmal zurück auf die Bühne. Wir wollen ja noch ein paar Fragen stellen. Hier kommt eine interessante Zuschauerfrage rein. Hat das auch Lügendetektorfähigkeit? Das hat es definitiv nicht. Also wir sind kein Lügendetektor-Maschine und wir können vor allen Dingen nicht kontextlos irgendwie feststellen, ob jemand die Wahrheit sagt oder nicht. Mal ganz davon ab. Ich weiß nicht, ob es überhaupt möglich wäre. In bestimmten Kontexten kann man vielleicht Auffälligkeiten in Sprache finden, ne? Aber das muss dann sehr, sehr klar zugeschnitten sein. Also ein allgemeiner Lügendetektor, das wird Presire niemals liefern können. Noch eine Zuschauerfrage, welche Sprachen werden von Presire unterstützt? Deutsch und Englisch aktuell. Ne? Wir haben mit Deutsch angefangen. Klar, wir sind ein deutsches Unternehmen und haben deswegen mit der Muttersprache angefangen. Wir können mittlerweile die englische Sprache wunderbar, mindestens auf genau dem gleichen Qualitätslevel wie die deutsche analysieren. Und wir sind offen für weitere Sprachen. Dafür muss dann aber ein Interessent da sein, der sagt, okay, ich möchte jetzt den französischen oder spanischen Markt beglücken. Könnt ihr nicht was für uns machen? Dann werden wir das sicher tun. Direkt noch eine Frage. Ihr habt Patente, aber was genau kann man patentieren lassen? Software allgemein geht ja nicht. Ja, Software allgemein ist schwierig, das stimmt. Wir haben die Software und den Prozess drumherum patentieren lassen. Einen gewissen Prozess, der dann
zur Erteilung des Patents geführt hat. Ja. Was ist denn das Erfolgsgeheimnis dieses Prozesses, dass ihr vor Watson steht zum Beispiel? Das war ja gerade die Schlussgrafik von euch. Ja, vielen Dank an meine Kollegen, sowohl die Psychologen als auch die Data Scientists, die da arbeiten. Ich glaube, das ist allein deren vielleicht schon Genialität zu verdanken, die es eben geschafft haben, diese zwei Disziplinen so miteinander zu verzahnen, dass diese hervorragenden Ergebnisse tatsächlich möglich sind. Ja, Omni, gibt es keine weiteren Fragen. Martin, dann entlasse ich dich an dieser Stelle. Du darfst jetzt gerne mit den Kollegen von Ergo auch sprechen. Das sind wahrscheinlich schon Kunden von euch. Wenn noch nicht, dann vielleicht jetzt. Ab heute. Alles Viel klar. Erfolg. Vielen Dank, dass du hier warst. Alles klar, tschüss. Ja, liebe Zuschauer, wir kommen zu unserem nächsten Startup und das ist Nyriss. Nyriss hat auch einen Standort in Düsseldorf und die Chefin von Nyriss, Anna Lukasson-Herzig, ist eine gute alte Bekannte von uns. Denn, ja, zum einen gibt es die Düsseldorfer Startup-Szene, wo man sich über den Weg läuft und Anna war aber auch schon bei unserem Digital Demo Day 2019 zusammen mit Ranga Yogeshwar auf der Bühne. Wir haben auch ein KI-Panel durchgeführt. Bei Nyriss geht es ganz simpel um automatische Bilderkennung, aber eben hochperformant für Industrie- und Handelskunden. Und für mich ist das ein ganz schönes Beispiel für konsequenten Fokus auf eine einzelne bestimmte Sache, aber darin richtig, richtig gut sein. Und das ist eigentlich auch das, was für Anna selbst steht. Anna hat Werkstofftechnik in Aachen studiert, dann war sie direkt in der Stahlindustrie mit KI-basierten Methoden für die visuelle Messdatenanalyse. Und dann hat sie auch noch auf diesem Spezialthema promoviert. Dann ging es 9 Jahre zur Boston Consulting Group und dann 2015 der Sprung ins kalte Wasser mit KI, also lange vor dem KI-Hype. Und interessanterweise das zusammen mit ihrem Bruder Markus. Anna, wir sind sehr, sehr froh, dass du heute hier bist und gleich kennenzulernen, was Nyriss genau tut. Herzlich willkommen. Besten Dank. Ja, hi zusammen. Nyriss ist eine visuelle Suchmaschine, wie Clemens gerade dargestellt hatte. Heißt, wir suchen mit Bild und nicht mit Text. Wieso ist das wichtig? Wieso ist überhaupt das Thema Visuelles so wichtig? Wir sehen, dass die erste Welle der Digitalisierung sehr viel Textinformation digitalisiert hatte und dann auch analysierbar und durchsuchbar gemacht hatte. Und wir erkennen jetzt ganz deutlich, dass wir jetzt in der zweiten Welle der Digitalisierung ist, wo wir visuelles Material zuerst digitalisieren. Das ist schon bereits viel passiert, also 85% der Daten im Cybernet sind visuell. Und da möchten wir auch, dass auch da Maschinen das durchsuchen, das analysieren können. Bisher sind es eigentlich nur wir Menschen, die visuelles analysieren und erkennen können. Und da glauben wir halt eben ganz, ganz stark dran, dass das wichtig ist. Wieso haben wir mit der Suche angefangen? Weil die Suche das erste wichtige Medium ist, um all große Datenbanken analysierbar zu machen oder findbar zu machen. Und da halt ganz, ganz einfach jetzt mal, versuchen Sie mal, die Objekte, die wir hier sehen, mit Wörtern zu beschreiben. Also direkten, die richtigen Keywords zu finden, um das zu finden. Ist bei der Lampe vielleicht noch möglich, bei dem Ersatzteil, wenn man nicht die Artikelnummer kennt, ist es schlicht unmöglich, das zu finden. Und da setzen wir an. Wir sind also eine visuelle Suchmaschine, die Menschen einen sehr natürlichen Weg gibt, mit Maschinen zu kommunizieren, indem man einfach nur ein Foto macht oder ein Foto hochlädt und dieses Foto durch unser Engine jagt. Wie funktioniert das jetzt genauer? Hier sehen wir einen Trumpf-Techniker. Trumpf ist der weltweit führende Hersteller von Laserschweißmaschinen und Trennmaschinen. Und da wird gerade eine Lesedüse fotografiert und wir suchen in den Trumpf-Datenbank nach ebenso einer Düse, sodass die Kunden von Trumpf nicht tippen müssen, keine Artikelnummern kennen müssen, sich nicht durch Kataloge laufen müssen, sondern einfach nur ein Foto machen und wir finden das richtige Teil. Live sieht das dann so aus, es ist kein Mockup, das ist Real Speed, ist die Cloud noch dazwischen, also wir haben so, liefern die Ergebnisse unter einer Sekunde raus, haben 300 Millisekunden in der Cloud und der Rest ist dann Netzwerktime, und so dass wir ziemlich schnell zurückliefern können. Und neu bei uns ist auch seit diesem Jahr, dass wir auch Kunden helfen können, die keine Bilder ihrer Ersatzteile haben, was sehr häufig im Manufacturing ist, sondern nur CAD-Modelle. Wir erstellen dann aus den CAD-Modellen
ein synthetisches Bild in einem komplett automatischen Prozess, der sehr schnell ist und Centbeträge kostet. Und dann fügen wir das synthetische Bild in unsere Search Engine und können darauf basierend einen Index herstellen und die visuelle Suche möglich machen, auch wenn keine reellen Bilder der Teile vorhanden sind. Und das, was Sie hier in der Mitte sehen, ist solch ein synthetisch hergestelltes Bild. Das Teil wurde in real nie fotografiert. Wir sind mittlerweile in mehr als 55 Ländern verfügbar, also in 54, um genau zu sein, as of now, und auf allen Kontinenten. Das macht ja die Cloud sehr möglich und haben da auch sehr schnell skaliert, also innerhalb von 2 Wochen von 7 auf 47 Länder. Zu unseren Kunden gehören viele Unternehmen aus dem Handel- und Industriebereich, hat Clemens schon gerade angedeutet. Wir sind extrem stolz darauf, letztes Jahr einen großen RFP bei IKEA gewonnen zu haben, wo wir gegen die ganz Großen getestet wurden, im Finale dann gegen Alibaba und Pinterest gepitcht haben und sind mega stolz, dass wir Alibaba im Punkt Skalierbarkeit outperformed haben. Da feiern wir heute noch. So, was sind die anderen Punkte, wo wir gegen die anderen gewinnen, ist vor allen Dingen das Thema Skalierbarkeit, also die Zeit, die wir brauchen, um eine große Datenbank hochzuladen und die Zeit, die wir brauchen, um daraus einen Index herzustellen und den wirklich durchsuchbar zu machen. Das geht bei uns innerhalb von Stunden und Wettbewerber brauchen da oft Wochen für. Das ist unser Team. Wir sind jetzt mittlerweile 26. Werden im Oktober 50-50 erreichen, also gendermäßig werden wir dann 50% Frauen, 50% Männer sein, sind auch tierisch stolz drauf, haben 11 unterschiedliche Nationalitäten. Wenn wir essen gehen, muss es halt koscher und halal und vegan und vegetarisch und alles Mögliche sein, aber das kriegen wir irgendwie immer wieder hin, macht tierisch viel Spaß und ich freue mich sehr auf Ihre Fragen. Ja, ich bin immer schneller. Als ist ja unser USP, deswegen bin ich mal schneller. Das war auch hochperformant, Anna, vielen Dank. Ja, liebe Zuschauer, stellt eure Fragen. Anna ist hier, später auch noch in der Zoom-Session. Gibt es dazu auch Konkurrenz? Ist das schon eine Frage? Ja, das war die Frage, wie viele Konkurrenten, andere Startups es gibt, die euch das gleich tun möchten. Ja, also es gibt auf jeden Fall viel Konkurrenz, nicht nur aus der Startup-Szene, sondern auch die Großen. Da vor allen Dingen Alibaba. Wir sehen es nicht so stark von Google, Microsoft und Co. kommen, aber gerade von Alibaba, da haben wir auch sehr viel Respekt und sehr, also schauen sehr nach oben. Bisher haben wir immer gewonnen, wenn wir gegen die gepitcht haben. Also 3-mal haben wir bisher beim Kunden gegen die gepitcht und haben gewonnen, eben beim Thema Skalierbarkeit. Aber die beobachten wir sehr eng. Ja. Wenn du sagst, ihr pitcht beim Kunden gegeneinander, laufen dann Maschinen und der Kunde steht davor und kann gucken, wer wirklich schneller ist? Die definieren eine Testdatenbank. Und geben uns dann halt eine bestimmte Zeit, um die zu indexieren. Und dann fangen die an mit API-Calls an dem Tag, an dem sie sagen, so jetzt ist Stopp, jetzt fangen die API-Calls an. Und dann beschießen sie die Engine mit 1000 Requests pro Sekunde und schauen, wer dann was liefert. Ja. Spannend. Ja. Ja, ich habe noch eine Frage. Wir haben ja gerade sehr genau kennengelernt, wie die Ergo arbeitet. Gibt es auch Use Cases von euch, die für die Ergo interessant sein könnten? Also wir hatten, ich muss jetzt ehrlich sagen, ich kenne die gesamte Produktpalette von der Ergo nicht, aber ich werde mich damit direkt danach beschäftigen. Wir hatten mal aus der Versicherungsbranche in der Tat Anfragen, vor allem beim Thema Claim Management. Also wenn man einen Tisch kaputt macht oder solch einen Stuhl und dann Fotos davon macht, hochlädt und die in der Sachversicherung ersetzt haben möchte, dann ist das oft so, dass es so Peak Times gibt, bei denen halt sehr, sehr viele Claims ankommen, also Anfragen, Versicherungsanfragen. Und dann ist es häufig sehr mühsam, das alles zu bearbeiten, zu finden, was ist das für ein Stuhl, ist das IKEA oder ist das Rolf Benz. Und da können wir helfen, eben diese Produkte zuzuordnen und dann auch die Preise, also Standardmarktpreise zu definieren. Ja, das ist schon mal ein sehr spannender Anknüpfungspunkt. Hier kommt noch eine Zuschauerfrage rein. Setzt ihr auf AWS? Lieblingsfragen? Nein, wir sind ein. Also wir setzen aus unterschiedlichen Gründen nicht auf AWS. Als allererstes, weil wir Lidl als einen der ersten Kunden hatten und die haben ganz klar gesagt, ihr dürft alles aber nicht bei AWS hosten. Und dann haben wir gesagt, okay, machen wir nicht.
Das zweite Grund ist, dass wir ein deutsches Unternehmen sind und sehr gerne auch die deutsche Startup-Szene selber unterstützen. Und Hosting-Kosten sind so die höchsten Kosten, die wir haben. Und deswegen haben wir das wir hosten auf Cloud & Heat. Das ist ein Unternehmen aus Dresden. Und das hat mehrere Vorteile. A, lieben das unsere deutschen Kunden. B, die sind technisch extrem gut. Also unsere Techies sind da deutlich schneller fertig als bei AWS. Und das dritte ist, die kühlen mit Wasser. Also das Cloud & Heat Data Center, auf dem wir hosten, ist in Frankfurt im 16. Stockwerk eines Hochhauses. Und da sind wirklich Wasserleitungen um die ganzen Server. Und so, dass die Hitze, also das Wasser, die Hitze aufnehmen kann. Und dann wird das gesamte Hochhaus mit dieser Abwärmer gewärmt. Ja, und das ist extrem nachhaltig, sodass die auch jetzt schon Konzepte haben mit ihren Rechenzentren, die zeigen, dass die nicht nur klimaneutral, sondern klimapositiv sind. Und wenn man dann überlegt, dass Microsoft das bis 2030 schaffen möchte, also Klimaneutralität, dann gibt es eigentlich keinen anderen Weg, außer bei Cloud & Heat zu hosten. Ja. Ganz toll, dass ihr auch euren Partner hier so schön vorstellt. Deutsche sehr für gerne. Deutsche, das gefällt mir sehr gut. Anna, nochmal ganz herzlichen Dank. Vielen Dank. Schön, dass du wieder dabei warst heute. Ja, liebe Zuschauer, wir machen sehr weiter gerne. Mit unserem dritten Startup-Pitch. Und wir kommen zu dem Startup mit dem kürzesten Namen, den ich kenne, EXB. EXB, wir werden gleich lernen, was es genau bedeutet. Ja, EXB ist spezialisiert auf das Dokumentenmanagement im Versicherungswesen. Da arbeiten heute 75 Forscher, Ingenieure, UX und Software-Experten. Und wir sind sehr, sehr erfreut, dass wir den Chef persönlich heute hier haben. Ramin Asadullahi ist der Gründer von EXB, CEO, und er ist ein KI-Vordenker in Europa. Er hat sogar einen eigenen Wikipedia-Eintrag. Da steht, deutscher Computerlinguist, klinischer Psychologe sowie Unternehmer und Erfinder. Und ganz spannend, Ramin hält mehrere Patente im Bereich maschinelle Sprachverarbeitung, zum Beispiel Next Word Prediction. Ihr kennt das alle im Smartphone. Ihr gebt einen Text ein und es werden neue Wörter als nächstes Wort vorgeschlagen. Das hat der Ramin erfunden. Ramin, ganz herzlich willkommen bei uns. Wir sind ganz gespannt, was du jetzt Neues uns heute präsentierst. Dankeschön. So, dankeschön. Das ist mein erstes Mal vor einem Greenscreen, deswegen stehe ich mir selber im Weg. Wir haben eine KI entwickelt, die Dokumente versteht, sowohl in Wort als auch im Bild. Ja. Warum ist das relevant? Weil wir in Deutschland etwa 1,4 Milliarden Dokumente produzieren als Versicherte, die wir austauschen mit den verschiedenen Versicherungen. Und die splitten sich tatsächlich in 400 verschiedene Workflows auf, die wir mit KI eben schneller machen können, weil 85% dieser Dokumente tatsächlich immer noch manuell verarbeitet werden mit sehr vielen Fehlern, Rücklaufquoten. Und das führt dazu, dass die Reaktionszeiten sehr langsam sind, im Schnitt bis 2 bis 3 Wochen. Und das heißt, was haben wir gemacht? Wir haben eine KI entwickelt, die für jeden dieser 400 Workflows, also nicht nur für die häufigsten, sondern auch für seltene, verwandt werden kann, sodass ich jede Art von Dokument in jedem Workflow im Prinzip trainieren kann, sodass ich eben genau, so wie wir es gerade von Tim Stettner bei der ERGO gehört haben, der sucht nach Use Cases, wo ich eben Kosten reduzieren kann. Das heißt, das ist für jeden Versicherer natürlich verschieden. Und eine Maschine zu haben, die ich eben darauf trainieren kann, genau meinen Use Case schneller zu machen, das haben wir entwickelt. Warum können wir das überhaupt sehr gut? Weil wir jahrelang geforscht haben, eben nicht nur in der Linguistik, was man jetzt auf der rechten Seite sieht, sondern wir haben mehrere Preise auch gewonnen in der Bildverarbeitung. Das heißt, wir kommen aus der medizinischen Bildverarbeitung, wo wir sehr viele große medizinische Bilder analysiert haben auf Krebszellen und so weiter. Und wir haben diese Technologien übereinander gelegt, sodass unsere künstliche Intelligenz tatsächlich Bild und Text gleichzeitig versteht, sprich eine multimodale KI ist, während die traditionellen Technologien erst aus dem Bild einen Text machen und den Text dann analysieren. Das Ziel ist, sozusagen strukturierte Daten zu generieren, um eben den Sachbearbeiter schneller zu machen. Das heißt, unsere Software soll eben nicht Menschen ersetzen, sondern die Prozesse mit den Menschen schneller machen. Künstliche Intelligenz kann man grundsätzlich in allen diesen Schritten
benutzen. Wir haben gerade von der Ergo gehört, im Prinzip, dass sie die Klassifikation optimiert haben. In der Dunkelverarbeitung haben wir eben noch viel mehr Schritte. Man kann auch Text aus einem fotografierten Dokument zum Beispiel besser verstehen mit neuronalen Netzen, als es traditionell der Fall ist. Wir können Layout-Strukturen, wie das Dokument aufgebaut ist, analysieren, klassifizieren und schließlich auch Daten extrahieren. Das heißt, ich muss verstehen, das hier ist ein Geburtsdatum, das hier ist ein Briefsendedatum und so weiter. Und ich muss es auch validieren gegen bekannte Datenbanken, das heißt eine Lieferantendatenbank, meine Ärztedatenbank und so weiter. Alle diese Schritte lassen sich eben mit künstlicher Intelligenz auch besser machen. Wir arbeiten also kontinuierlich dran. Es ist nie so, dass unser Produkt fertig ist, sondern da kann man eben viel mehr integrieren und noch besser machen. Ich will jetzt heute ein Beispiel bringen von eben E-Mails, haben wir vorhin auch gehört. Warum? Weil die meisten von den Versicherten sich tatsächlich wünschen, per E-Mail mit der Versicherung zu interagieren und nicht so sehr mit Chats oder Online-Geschäftsstellen und so weiter. Warum ist eine E-Mail sehr spannend? Weil ich eben sehr viele Daten da drin habe, die zum Teil eben strukturierte Daten sind. Das heißt, ich erkenne eben den Sender und das Absendedatum, aber ich habe auch unstrukturierte Daten. Das heißt, wie sich der Versicherte ausdrücken kann, welche Absicht er hat mit der Versicherung. Und hier sieht man zum Beispiel eben, verschiedene Sachen, die der Kunde haben will. Das heißt, das E-Mail-Routing, das man hat, geht eben nicht nur an eine Stelle, wie wir es gerade gehört haben, sondern vielleicht sogar an mehrere, weil ich eben den Vertrag kündige, außerdem noch eine Bestätigung haben will und so weiter. Und das heißt, ich muss viel mehr in der E-Mail verstehen, was die Absichten sind und was die relevanten Daten da drin sind. Hier sieht man auch ein Beispiel, wie es eben ein Kunde macht. Ich habe die E-Mail, die habe ich semi-strukturiert, da muss ich gar keinen Text verstehen, sondern ich habe dann ein Attachment, wo ich ein Dokument fotografiert habe. Und hier muss ich eben trotzdem, obwohl es ein Foto ist und eine Tischdecke und ein schlechtes Licht, den Text extrahieren. Man sieht auch, dass die Struktur von dem Dokument nur halb strukturell ist. Ich habe also eine halbe Tabelle, aber da sind eben auch Daten drin, die ich erkennen muss. Hier zum Beispiel die Zahlen, die ich extrahieren muss, die einen Bezug haben auf die nächste Spalte, was sie denn bedeuten und so weiter. Das heißt, eine räumliche Relation zu verstehen hat nicht so sehr was mit Linguistik zu tun, sondern mit Vision. Und entsprechend habe ich hier, wo wir auch letztes Jahr einen kleinen Preis gewonnen haben, Analysen von Dokumenten, die komplett aus Text bestehen, trotzdem analysiert werden müssen, weil es Briefe sind und das ist ein Arztbrief. Das heißt, hier musste ich eben die Diagnose verstehen. Ich musste aber auch die Handlungsempfehlung verstehen. Ich muss drei verschiedene Datume verstehen, das heißt Geburtsdatum, Untersuchungsdatum und Briefdatum. Und das kann ich eben nicht nur linguistisch machen, sondern muss auch semi-supervised oder distant-supervised lernen. Und das ist genau unser Punkt. Das heißt, was wir machen, ist, wir bringen den Fachbereichen diese künstliche Intelligenz bei. Sprich, ich brauche eben genau die Leute, die den Prozess innerhalb der Firma verstehen und wissen, was eigentlich verstanden werden muss, um einen Fall zu entscheiden. Die bringe ich in die Lage, eine KI zu trainieren. Sprich, die künstliche Intelligenz kommt näher an denen, die wirklich eine Arbeit verrichten. Und damit können wir eben bis zu 70% Automatisierungsrate erreichen, was zu traditionellen Systemen doch ziemlich erstaunlich ist. Sprich, zusammenfassend, wir haben eine schnellere Reaktionszeit, sprich, meine Churnrate für Versicherungen ist kleiner. Ich habe eine Customer Experience, die wesentlich schneller ist, weil die Antwort schneller kommt, höhere Verarbeitungsgeschwindigkeiten und natürlich niedrigere Kosten. Und insofern freue ich mich, wenn man entweder den Stefan anruft, der unser Partnermanagement macht, oder den Lars, der eben Sales macht, und würde mich freuen, auch mit der Ergo ein paar tiefere Gespräche zu führen. Rami, ganz herzlichen Dank. Gerne. Habt ihr wieder Patente angemeldet auf das, was ihr heute tut? Wir haben da auch 6 Patente tatsächlich drauf, auf verschiedene Untertechnologien, gerade wenn es darum geht, Dokumente zu verstehen. Und das ist super spannend, weil es gibt viele Firmen, wie wir es gerade in dem Startup gesehen haben, die sich mit Bildern beschäftigen und andere, die sich eben auch mit Text beschäftigen. Aber dass es zusammen passiert sozusagen, das machen nicht so viele. Ja. Eine Zahl, die mich gerade fasziniert hat, war 70% Automatisierungsgrad. Ja.
da kommt natürlich sofort der Gedanke auf, da wären ja zahlreiche Jobs überflüssig. Ist das ein Thema, dem ihr begegnet? Also das, was wir bisher gesehen haben, ist, das passiert genau nicht, weil die Leute sind überfordert mit den Mengen an Dokumenten, die sie verarbeiten müssen. Gerade wenn es auch um Krankenversicherungen geht, ist die Response-Zeit super spannend, weil wenn ich eben einen Pflegeantrag einreiche und mein Vater, der tatsächlich genau in der Situation war, Alzheimer sitzt im Heim, die Krankenkasse soll das bezahlen und die Bearbeitung des Pflegeantrags hat so lange gedauert, dass er quasi die Bewilligung nicht mehr erlebt hat. Das ist ein Desaster. So. Und das heißt, wir müssen eigentlich die Arbeit reduzieren sozusagen, damit die Antwortzeiten schneller werden. Und das sehen wir auch, die Leute können sich um komplexere Cases kümmern und werden also im Moment auf jeden Fall noch nicht arbeitslos. Was ist denn die nächste Branche, die ihr ins Visier nimmt? Die Versicherungsbranche ist der Anfang, aber ja. Ich meine, die Telekommunikationsbranche, wir haben ja gleich noch einen Vertreter von Vodafone auch dabei. Genau. Also tatsächlich gibt es zwei Bereiche, die wir sehen. Das eine ist eben Customer Interaction. Die habe ich eben bei Vodafone ganz genauso wie bei einem Stromhändler oder wie heißen die? Provider? Power Provider? Naja, jedenfalls die Strom verkaufen, die müssen es ja nicht mehr machen. Das heißt, immer wenn ich mit Kunden interagiere oder in der HR-Abteilung Leute kündigen oder ziehen um und so weiter, diese Interaktion mit Menschen ist ein Markt, der sich eben über verschiedene Verticals verbreitet. Und das Zweite, was wir auf unserer Website sehen, ist der Public Sector. Das heißt, alle Sachen, die in der Stadt mit Ummelden und solche Sachen zu tun haben, die werden gerade digitalisiert. Deutschland ist beim Digitalisieren und die Städte quasi zu unterstützen in diesen Prozessen, wo ich einen Personalausweis verstehen muss, Ummeldungen verstehen muss und so weiter. Das wäre ein super attraktiver Markt. Jetzt gucke ich nochmal. Weitere Zuschauerfragen gibt es augenblicklich nicht. Liebe Zuschauer, ihr könnt Ramin nachher noch in seiner Zoom-Session besuchen, da weitere Fragen stellen. Ramin, nochmal herzlichen Dank. Ich freue mich gleich auf die Gespräche im Nachgang. Okay, danke. Liebe Zuschauer, jetzt kommen wir von den Startup-Pitches von Deep Tech, kommen wir jetzt auf die Meta-Ebene von Märkten und Ökosystemen. Wir wollen gemeinsam mit unseren Partnerunternehmen Ergo, KPMG, Henkel und Vodafone eine regionale KI-Community entwickeln, die wirklich Anziehungskraft entwickelt auf andere Talente, die nicht aus der Region kommen, aus Deutschland und international. Wir wollen einen KI-Hotspot im Rheinland aufbauen. Das ist unsere Mission. Dazu soll auch diese Serie von Veranstaltungen beitragen. Wir haben diese Formatidee tatsächlich mit Ergo initial entwickelt, dann die anderen Partner mit an Bord geholt. Gleich wollen wir diskutieren, wie das genau geht mit einem KI-Hotspot, wie man das angehen könnte. Und bevor wir das tun, wird hier einen Augenblick umgebaut. Die Zeit nutzen wir, um ein Video einzuspielen, wo sich unsere Panelists kurz persönlich euch vorstellen. Film ab! Mein Name ist Uli Jörnig, ich bin CIO der Vodafone Deutschland. Vodafone steht für Giga, sprich Gigaspeed für ganz Deutschland. Wir machen Deutschland Giga Ready. Für mich persönlich bedeutet künstliche Intelligenz ziemlich einfach, mein Leben leichter machen. Ich glaube, jeder von uns hat mittlerweile eine Alexa zu Hause stehen und kennt die Vorzüge mittlerweile. Aber die ganzen digitalen Assistenten wachsen mehr und mehr. Wir setzen heute schon künstliche Intelligenz sowohl im Kundendienst als auch in der Netztechnologie ein. Im Kundendienst gerade mit Tobi, das ist unser digitaler Assistent, der unseren Kunden leicht macht, mit uns zu interagieren und selbstständig sehr schnell Probleme lösen kann. Gleichzeitig im Netzwerk versuchen wir mit KI Anomalien festzustellen und gleichzeitig Störungen zu beheben, bevor der Kunde sie mag. Wir befinden uns in einer perfekten Zeit. Sowohl Datenvolumen wachsen weiter an, Rechenleistung ist da. Das sind die idealen Voraussetzungen für KI. Ich meine, seit den 70er Jahren gibt es KI, aber jetzt haben wir alle Voraussetzungen. Ich glaube, wir haben jetzt alle Chancen, Probleme zu lösen, die wir vorher nicht lösen konnten. Und das sehen wir sowohl in Medizintechnik, aber auch jetzt bei uns in der Technologie, im Netz. Wir können Dinge anpacken, die wir vorher nicht anpacken konnten. Mein Name ist Michael Liederweh. Ich bin bei KPMG und habe vor allem das ganze Thema im Bereich Data and Analytics vor Jahren aufgebaut. KPMG hat ein Center of Excellence für Data and Analytics, das heißt Lighthouse.
Und in dem Kontext beschäftigen wir uns halt sehr stark mit den Themen, was kann man mit künstlicher Intelligenz machen, wie kann ich das nutzen, Prozesse stärker zu automatisieren und wie kann ich vielleicht auch Erkenntnisse generieren, die ich mit bisherigen klassischen Methoden nicht generieren konnte. Also künstliche Intelligenz ist ein Thema, was mich seit vielen, vielen Jahren umtreibt. Ich habe mich ehrlich gesagt schon als Jugendlicher sehr intensiv damit auseinandergesetzt, mir die Frage gestellt, wann wird eigentlich der Computer intelligenter als der Mensch? Für mich ist KI auf der einen Seite ein Stück weit eine Verbesserung des Lebens in ganz vielen kleinen Schritten. Da richtig eingesetzt, die KI eben dazu nutzt, sage ich mal, die Kundenservicequalität zu verbessern, dann ist es sehr, sehr wertvoll. Und das ist eben was, wo wir über all unsere Kundengruppen hinweg sehen, dass eben dort KI sehr viel stärker genutzt wird. Und das andere natürlich ganz stark jetzt auch durch das Thema Covid-19 getrieben. Wie kann ich halt Qualität von Prozessen verbessern bei gleichzeitiger Kostensenkung, was ja keine widersprüchlichen Themen mehr sind durch KI. Und da merken wir natürlich, viele Kunden setzen sich jetzt gerade mit großen Kostensenkungsprogrammen auseinander. Und da wird das Thema künstliche Intelligenz eine ganz, ganz große Rolle spielen. Mein Name ist Rolf Mertens und ich arbeite bei der ERGO-Gruppe. Die ERGO ist einer der führenden Versicherungsunternehmen in Deutschland und in Europa. Ich selbst verantworte den Bereich Robotics und Advanced Analytics. Unser Hauptauftrag ist, die Digitalisierung im Unternehmen voranzubringen. KI ist in mein Leben erst vor anderthalb Jahren so richtig eingedrungen, als ich nämlich diesen Bereich Advanced Analytics übernommen habe. Hier sehe ich ja die wesentliche Herausforderung für mich, aber auch für das Unternehmen selber, dieses KI in die Wertschöpfungskette zu integrieren, zu Nutzen aller, also unserer Kunden, Mitarbeiter, Vertriebspartner und natürlich auch dem ökonomischen Nutzen unseres Unternehmens. Also als Mathematiker muss ich sagen, weiß ich, dass keine Magie in der künstlichen Intelligenz drin ist, sondern am Ende des Tages pure Mathematik. Das Spannende, was ich darin sehe, ist die Vielzahl von Daten, die quasi diesen KI-Modellen erst das Leben einhaucht und wodurch dann am Ende des Tages diese künstliche Intelligenz entsteht. Die Einsatzfelder sind natürlich vielfältig, haben aber auch ihre Grenzen, muss man sagen. Wir haben auch ethische Grenzen, die wir da einhalten wollen. Beispielsweise wollen wir jetzt keine Schadenzahlung nicht auszahlen, weil ein KI-Modell das in irgendeiner Art und Weise entschieden hat. Das machen bei uns immer noch die Mitarbeiter. Da muss man Schritt für Schritt sich ranrobben und mehr ausprobieren. Ich bin der Janik von der Henkel AG. Kennt ihr alle bestimmt aus Düsseldorf. Und ich bin bei DX, das ist unsere Innovationsabteilung, verantworte da die Zusammenarbeit mit Startups und die Förderung von internen Innovationen. KI für mich persönlich, ich glaube, es ist vergleichbar mit der Erfindung des Buchdrucks. Es ist eine absolute Revolution der Art und Weise, wie wir Informationen aufnehmen, weiterverarbeiten und überhaupt mit Informationen umgehen können. Wo setzen wir bei Henkel aktuell KI ein? Als Industrieunternehmen natürlich entlang der gesamten Value Chain. Das fängt beim Sourcing, im Demand Forecasting und im Sale Forecasting an. Das geht in die Produktion. Da arbeiten wir zum Beispiel mit einem Startup, das wir in Düsseldorf über den DigiHub kennengelernt haben, Ferolabs, sehr eng zusammen, wo wir investiert sind. Also wir werden in Zukunft bei Henkel die Anwendung von KI-Systemen flächendeckend ausbauen wollen. Die Projekte, die ich jetzt gerade genannt habe, das sind POCs, die in einem kleinen Umfang mit unseren Business Units gerade im Pilotstadium sind. Wir bauen jetzt eine eigene Data Analytics und auch Entwicklungsabteilung auf, die diese Themen treiben wird und insbesondere die internationalen Bedarfe der Märkte mit einem europäischen Datenschutz auch nachhaltig vereinbar machen. Lasst uns diskutieren. Ja, ich bin sehr froh, wir haben unsere Diskutanten hier bzw. per Video zugeschaltet. Als erstes möchte ich begrüßen Ulrich Irnig von Vodafone. Herzlich willkommen, Ulrich. Vielen lieben Dank. Danke für die Einladung. Rolf, wir haben dich heute schon gesehen. Eine Freude, dich zum zweiten Mal hier auf der Bühne zu haben. Herzlich willkommen. Wunderbar. Da sind eure Plätze und jetzt werden zugeschaltet per Video Yannick Sonnenberg von Henkel und Michael Niederreh von KPMG. Hallo ihr beiden, hallo nach Berlin, hallo nach München, herzlich willkommen. Guten Abend.
Tolle Vorstellung von euch per Video. Jetzt wollen wir spannend diskutieren. Ich hatte es ja gerade eingeführt. Es geht um Märkte, es geht um Ökosysteme und wie kann man Marktakteure näher zusammenbringen, wie kann man eine Eigendynamik erzeugen, wie kann man Hotspots aufbauen. Erste Frage geht an Ulrich. Ulrich, also erstmal losgelöst von Regionalfragen, wie arbeitet ihr heute schon mit anderen Marktakteuren zusammen, mit Startups, mit Experten in dem Bereich KI? Uplift kennt ihr ja, ne? Unser Startup Accelerator. Und da arbeiten wir natürlich intensiv mit Startups zusammen. Wir wollen natürlich auch logischerweise immer den Kontakt zu unseren regionalen Spielern suchen, weil ich glaube, wir finden uns in so einer spannenden Zeit und heute die Vorträge haben das auch super gezeigt. Wir arbeiten an ähnlichen Problemen. Ja? Auch wenn wir in vollkommen unterschiedlichen Industrien arbeiten, wir arbeiten an ähnlichen Themen und da hilft es, gute Practices auszutauschen und davon zu profitieren. Michael, wir hatten im Vorfeld auch kurz gesprochen. Ihr arbeitet auch mit anderen Akteuren zusammen, nicht unbedingt Startups, auch den ganz großen Playern. Wie sieht das bei euch aus? Ja, ich denke, das ist ein bisschen die Frage, was man für Probleme lösen möchte. Und davon abhängig braucht man halt auch unterschiedliche Player. Wenn man sich jetzt mal die großen Cloud-Provider anschauen, die haben natürlich durch ihre Clouds einen Zugang zu einer ganzen Menge von Daten und bauen natürlich ganz skalierbare Use Cases. Ne? Also so ein Thema wie Maschinenübersetzung oder generische Bilderkennung, das würde man wahrscheinlich immer mit einem der großen Player machen, weil die einfach Datenmengen erzielen, die man halt sozusagen als Startup oder auch als regional agierender Akteur gar nicht generieren kann. Ne? Also von daher, ich glaube, da kommt man nicht drum herum. Da stellen wir aber auch fest, dass das wirklich ein Wettbewerb der Giganten ist. Die einen sind mal ein bisschen besser, die anderen mal ein bisschen schlechter und im Jahr darauf ist es anders. Das heißt, man muss eben auch extrem agil sein und auch mal jemanden austauschen zu können. Also gerade im Bereich Übersetzung ist ja eine DeepL auch in Deutschland extrem erfolgreich und haben tatsächlich da auch den Großen gezeigt, dass es auch immer wieder andere Unternehmen gibt, die sie sozusagen in ihre Schranken weisen. Und dann muss man eben schauen, ich sag mal, was sind dann branchenspezifische oder auch tatsächlich lokale Use Cases, also beispielsweise eine deutsche Rechnung oder deutsche Sprache, deutsche Dokumente. Das wird in meinen Augen keiner der großen amerikanischen Tech-Provider jemals wirklich gut erkennen. Und da macht es dann eben tatsächlich mehr, sich im Regionalmarkt umzuschauen. Und dann so der nächste Schritt dann wirklich, wenn man Richtung Unternehmen schaut und sagt, was sind denn jetzt wirklich Algorithmen, die ich sozusagen als datengetriebenes Geschäftsmodell entwickeln möchte, also wirklich die eine strategische Relevanz haben oder die sehr, sehr spezifisch sind, die würde ich mir niemals von einem Startup kaufen oder vom Tech-Player kriegen, sondern die muss ich halt selber entwickeln, weil ich das IP ja auch schützen möchte beziehungsweise eben mich da auch differenzieren möchte. Und sowas kann man halt dann auch sehr gut entwickeln in Kooperation mit lokalen Startups oder auch mit einer lokalen Szene, mit Universitäten zusammen, mit Forschungszentren. Ne? Und somit mit den drei Gruppen arbeiten wir wirklich sowohl intern als auch eben auf Kundenprojekten eigentlich fortlaufend zusammen. Ja, jetzt haben wir schon so erste Ansatzpunkte kennengelernt, wo das Thema Regionalität ins Spiel kommt. Yannick, du hast gerade eben das schöne Beispiel gebracht, die Erfolgsgeschichte von euch und Ferrolabs, also wirklich eine Düsseldorf-Erfolgsgeschichte. Aber ich weiß, ihr seid ja auch weltweit unterwegs. Welche Ökosysteme zum Thema KI spielen denn bei euch weltweit eine Rolle? Und welchen Platz nimmt das Rheinland ehrlicherweise aktuell ein? Eine gute Frage. Das ist ja mit Ferrolabs gar nicht so sehr eine Düsseldorf-Erfolgsgeschichte, sondern eine Düsseldorf, New York, Ungarn, wieder Düsseldorf-Erfolgsgeschichte. Da sieht man auch, wie so eine lokale Innovation sich dann fortsetzt. Wir haben die Düsseldorf kennengelernt, Ferrolabs, dann in New York mit denen zusammengearbeitet, in Ungarn die ersten Projekte und dann auch wieder in Düsseldorf umgesetzt im Werk. Und dann ja schlussendlich auch mit in deren Investmentrunde uns beteiligt. Und das ist natürlich in einem Industriekonzern wie Henkel, der so eine global dezentrale Produktion hat, immer eine große Herausforderung. Wir müssen Lösungen finden, die sich flächendeckend einsetzen lassen, skalieren und internationalisieren lassen, müssen aber auch immer regionale Besonderheiten im Datenschutz, in der Infrastruktur, der Maschinenhersteller, wenn wir mal bei der Supply Chain bleiben, oder auch unterschiedliche CRM-Systeme, die ich in unterschiedlichen Geschäftsbereichen wie Beauty oder Laundry habe, wenn ich dann die Wertschöpfungskette weiter hochgehe in den Marketing und in den Vertriebsbereich.
Generell versuchen wir immer mit unseren Partnern möglichst international zu arbeiten. Und dann ist das gar nicht so relevant, wo die herkommen. Und wichtig für uns ist aber, dass wir immer noch viel Innovation am Hauptstandort in Düsseldorf treiben. Und deswegen ist natürlich die räumliche Nähe hier im Rheinland durchaus von Vorteil. Rolf, du hattest ja auch erzählt, ihr scoutet auch weltweit nach Innovationen. Gibt es da Regionen, die euch aktuell noch näher am Herzen liegen als das Rheinland? Also die klassischen Stichwörter sind ja Silicon Valley, Tel Aviv. Seid ihr da mehr unterwegs als hier oder kann man das so nicht sagen? Ja, also erstmal ist es ja so, dass wir da auf jeden Fall unterwegs sind. Da muss ich sagen, wir haben ja einen eigenen Innovationsbereich, den ich ja gar nicht verantworte, das ist ja mein Kollege der Gregor Wiest. Und da gibt es natürlich jede Menge Innovation Scouts, die auch weltweit auch beheimatet sind. Natürlich im Silicon Valley, aber auch in London, Berlin und wo wir alle auch sein wollen. Das machen wir ja auch sehr stark zusammen mit unseren Kollegen der Munich Re, die ja dann auch sehr international tätig sind. Die Frage ist immer, wenn man von einem KI-Hotspot sprechen will oder KI-Startup-Szene, was meinen wir denn da überhaupt? Sind es diejenigen Unternehmen, die KI-Fähigkeiten weiterentwickeln, also wirklich die Fähigkeit an sich, die Algorithmen, die Fähigkeiten, Dinge zu erkennen, Text zu verstehen und so weiter? Oder sind es eher die, wo wir sagen, die setzen KI ein und verwenden sie für ein gewisses Geschäftsproblem schon zu lösen? Und da muss man vielleicht mal unterscheiden, was man lernen will. Also wir lernen zum Beispiel schon gerne von denen, die auch neue Fähigkeiten auf den Markt bringen, mit denen wir vielleicht auch zusammenarbeiten. Umgekehrt habe ich aber eben auch gesagt, wir lassen uns an dem Nutzen messen. Deshalb ist ja die Frage, können wir auch mit denen zusammenarbeiten? Also die eine spezielle geschäftliche Problematik lösen, wo wir sagen, oh, das können wir auch nehmen, müssen wir vielleicht nicht selber entwickeln. Für uns persönlich ist es so, dass wir sagen, wer nichts weiß, der kann nicht fragen. Heißt, wir bauen schon auch diese Expertise, die ich auch eben gezeigt habe, bei uns auf, um da auch, ich sag mal, richtig mitreden zu können. Das muss ich auch ehrlicherweise sagen. Wir haben eben Ritesh gesehen, der ist Data Engineer durch und durch. Der weiß schon, wie Data Pipelines gebaut werden. Und wenn mir da irgendeiner was erzählen will, sage ich mal ganz platt, dann nehme ich ihn mit dazu und dann frage ich ihn, ist das eine super Sache? Sollten wir die für uns einfach mal selber entwickeln oder soll man das einfach nehmen? Ja, uns eint ja die Vision, dass es gut wäre, einen KI-Hotspot im Rheinland zu haben, der einfach die Wirtschaft noch weiter beflügelt, der die Unternehmen schneller nach vorne bringt, der neue Arbeitsplätze schafft, neue Innovationen auch aus der Region hervorbringt. Die spannende Frage ist natürlich, was nützt das dann konkret euch, Ulrich? Also wenn du jetzt hier im Rheinland was konkret an KI-Hotspot hättest, was würde euch das nützen im Vergleich zur aktuellen Situation? Ich glaube, unsere Mission ist ja, die Welt zu einem Dorf zu machen, zu einem Digitalen. Wir verbinden ja und für uns ist natürlich entscheidend, wie nutzen wir KI und auch hier regional, um unseren Kunden zu helfen, um tatsächliche Probleme zu lösen. Das ist, glaube ich, das Entscheidende. Wir haben viel gesehen über schöne Grafiken und so weiter. Das ist alles super. Da kann ich mir aber nichts verkaufen, sondern ich muss halt eine Lösung herbeischaffen, die tatsächlich auch für das Geschäft relevant ist. Und ich glaube, so ein Hotspot hier in der Region hat folgenden Vorteil. Wir haben einige Use Cases. Wir sind auch noch gleichzeitig datenreich. Ja? Also wir sammeln, wir erzeugen und kreieren so viel Daten. Da sind viele Leute sehr neidisch drauf und mit den anonymisierten Daten kann man halt auch gute Use Cases produzieren. Und ich glaube, das ist so ein Win-Win für mehrere Seiten, für alle Seiten. Nämlich zu sagen, hier gibt es Anwendungsfälle, die halt den gesetzlichen Anforderungen entsprechen, aber gleichzeitig ein wirklich akutes Problem lösen. Und für uns ist halt Kundenerfahrung eines der wichtigen Unterschiede, ja, in einer hochdigitalisierten Welt, wo natürlich die Verbindung wichtig ist, zählt am Ende des Tages, wie nimmt der Kunde unseren Service wahr? Und da spielt KI für uns eine große Rolle. Ich würde mal gerne das Datenthema aufnehmen. Wir sind ja hier in einer Region, die sehr nah am Ruhrgebiet ist. Hm. Und da, wo der Rohstoff ist, da kommt auch die Industrie hin. Hm. Und der Rohstoff, die Daten, die müssen wir natürlich schauen, dass wir die auch ein Stück weit zur Verfügung stellen. Das ist nicht immer so ganz einfach. Solange es anonymisiert ist, ist Bombe. Ja. Das sehe ich auch so. Ich hatte jetzt mal gelesen, auch ein bisschen als Vorbereitung für den Termin heute, das Thema, dass in Israel auch die Gesundheitsdaten jetzt öffentlich zugänglich werden, also anonymisiert natürlich. Aber weil das so ist, entsteht da direkt mal ein Hotspot. Tel Aviv ist nach meiner Kenntnis an schon ein Hotspot auch für KI-Anwendungen in diesem Gesundheitssektor. Und das ist natürlich, bestätigt die These,
da wo der Rohstoff ist, da geht auch die Industrie hin. Und das wird zumindest mal am Anfang eine große Sache sein. Das ist eine super Steilvorlage nach München und Berlin. Die Industrie, die Use Cases, die Daten, die sind hier in Nordrhein-Westfalen, in unserem Industrieland. Seht ihr das auch so? Haben wir hier einen Vorteil vor Ort im Vergleich zu München und Berlin? Müssen wir ihn vielleicht schaffen. Ich glaube, wir haben generell in Deutschland, in Europa einen immer stärkeren Standortvorteil. Das haben wir auch gerade am Beispiel Nyriss gesehen, die in Dresden hosten, gegenüber Unternehmen, die aus den USA herkommen, die einfach das Bewusstsein für die rechtliche Situation und Regulatorik oft gar nicht mitbringen. Und das Kooperationen operativ aus meiner Erfahrung heraus oft erschwert. Jetzt mit Schrems 2 habe ich kein Privacy Shield mehr und nichts, wenn ich mit nicht anonymisierten, sondern mit personenbezogenen Daten arbeiten will, was für uns sehr wichtig ist, ne, als Konsumgüterunternehmen. Ich will wissen, wer ist mein Kunde, ich will wissen, wo kauft der ein, was möchte der haben. Und ich glaube, dass dieser Regulationskampf, den die EU da gerade zu gewinnen scheint, dass das sehr, sehr spannend ist und dass das ein großer Push sein kann für ganz Deutschland. Ja. Michael, wie ist deine Wahrnehmung? München versus Berlin versus Rheinland? Ja, also letztendlich tatsächlich heute aus Frankfurt, weil man ja auch immer viel unterwegs ist bei unterschiedlichen Kunden. Und bei uns ist es tatsächlich so, wir sind natürlich erstmal deutschlandweit aktiv als Berater für natürlich unterschiedliche Kunden. Und in der Regel ist es ja so, wenn man ein Projekt mal gemacht hat in einem Bereich, nehmen wir mal das Thema Churn in der Telco-Industrie, dann haben wir da ein Team in den USA, die haben das für die drei großen Provider dort gebaut. Und wir haben diese Expertise gar nicht in Deutschland. Das heißt, die muss ich mir tatsächlich von extern holen, weil wir natürlich immer, wenn wir zum Kunden gehen, dann wollen wir jemanden haben, der das nicht zum ersten Mal experimentiert, sondern der es auch schon gemacht hat. Und das ist natürlich nochmal eine andere Erwartungshaltung, wenn ich mir jetzt eben sowas komplett from the scratch im Unternehmen aufbaue und sage, da erlaube ich mir halt auch mal ein bisschen vielleicht eine längere Projektlaufzeit, weil ich eben damit auch Leute ausbilde und letztendlich vielleicht auch selber ein bisschen lernen möchte und auch andere Zielsetzungen vielleicht daraus verfolge. Das ist, also wir sind halt da sehr stark global aufgebaut und manchmal ist es tatsächlich so, ja, es hat eine gewisse Nähe zu Industrien. Manchmal sind es aber auch einfach die Zufälle des Lebens, die dann einfach gewisse Teams zu bestimmten Use Cases führen oder eben manchmal auch die Übertragbarkeit. Zu sagen, wenn man einen Use Case in der einen Industrie gemacht hat, mit ein bisschen Fantasie kann man vielleicht ein Optimierungsproblem, was man meinetwegen in der Industrie gemacht hat, auch auf ein sportliches Problem lösen. Und dann gibt es da eben manchmal auch so Methodenshift von links nach rechts, was dann auch ganz interessant ist. Von daher, also wir beobachten tatsächlich, dass es gar nicht so stark regional ist. Aber das ist natürlich jetzt sehr stark auch eine Beratungsperspektive. Aber was man natürlich jetzt sieht, jetzt vielleicht mal, wenn ich München versus Berlin sehe, dann haben wir in München natürlich schon einen stärkeren Fokus auf tatsächlich Automotive durch einfach auch BMW in der Stadt, die eben sehr stark KI nachfragen zum Thema autonomes Fahren. Sowas habe ich natürlich jetzt in Berlin eher weniger. Aber interessanterweise gibt es dann auch in Berlin sehr viel Fähigkeiten und Skills, die dann natürlich aber andere Startups auch motivieren zu sagen, lass uns doch mal überlegen, ob wir was im Bereich Automotive machen und dann tatsächlich auch gute Modelle bauen, die sie dann aber wiederum an die großen OEMs verkaufen. Also das sind tatsächlich sehr, sehr viele Strömungen und ich glaube, man muss sich schon so ein bisschen vorstellen, durch das Thema Mobilität und Konnektivität haben wir immer sehr viele Bewegungen zwischen den verschiedenen Hubs und da halt zu sagen, das ist rein regional getrieben, dem würde ich natürlich ein bisschen widersprechen. Aber das hängt natürlich auch an meinem Berufsstand. Ja, jetzt wollen wir natürlich versuchen, hier im Rheinland noch mehr KI-Aktivität zu entfalten. Ein Beitrag ist unsere Veranstaltungsreihe, wo ja heute der Auftakt eben gerade läuft. Wir wollen, dass mehr KI-Startups entstehen. Wir wollen, dass mehr Zusammenarbeit zwischen KI-Startups und Unternehmen direkt vor der Haustür passiert. Wir wollen, dass mehr Forschungsergebnisse sich auch kommerzialisieren. Die spannende Frage ist, wie erreichen wir das alles? Welche Maßnahmen, glaubt ihr, sind da die sinnvollen? Yannick, du schmunzelst schon. Hast du eine Idee? Hast du einen Vorschlag?
Ich schmunzel so, weil das steht ganz oben auf meiner Liste. Schnellere Kommerzialisierung. Ich glaube, wir sind sehr, sehr gut in der Forschung. In Deutschland generell, in NRW auch. Oder im Speziellen. Woran wir immer wieder scheitern, ist schnelle Kommerzialisierung von guten Ideen. Oder da sind wir nicht so flott, sage ich jetzt mal, wie in anderen Ländern. Ne? Startup Nation Israel, Silicon Valley oder Silicon Valley. Und in China sehen wir jetzt beim Thema KI noch einen viel enormeren Push, als das sogar in den USA der Fall ist. Und da ist auch noch ein regionaler Unterschied. Ich habe in Berlin total viel Geld im Markt von Leuten, die schon mal ein Startup gegründet und geexitet haben. Und die das wieder investieren in Startups. Das habe ich in Düsseldorf, das habe ich im Rheinland noch nicht so. Ich habe am KIT, habe ich das Cyberforum, ne, und eine ganz tolle Business Angel Truppe rund um den Herrn Höpfner, die da echt einen tollen Job machen. Und ich habe einen Hasso Plattner in Potsdam, die diese Kommerzialisierung einfach irgendwie vorleben und vorantreiben. Und ich glaube, da gibt es noch ein bisschen Aufholbedarf in der sehr frühphasigen, risikoreichen Investitionstätigkeit. Das ist aber was, das müssen nicht nur Angel Investors und VCs machen, das können auch Unternehmen machen, so wie wir das machen, die einfach sehr früh mit jungen Startups schon zusammenarbeiten, um den Traction zu geben, um den Umsätze zu geben als Venture Client oder eben dann auch frühphasig zu investieren. Ich glaube, da haben wir alle als Unternehmen eine Verantwortung, das mit aufzubauen. Ulrich, du hattest eben das Uplift-Programm erwähnt, was ihr betreibt. Habt ihr da auch inzwischen mal überlegt, einen Fokus speziell auf KI zu setzen oder ist das zu früh? Gibt es noch gar nicht genügend hier vor Ort, die man fördern kann? Also im Moment schauen wir gerade im Uplift natürlich auf KI, ja, und welche Möglichkeiten da existieren. Ich bin ganz offen, da war im Moment noch relativ wenig dabei, um ganz, ganz offen das hier in die Runde zu streuen. Aber das ist halt ein spannendes Thema für uns. Ja? Und wir sind ja im Moment auf mindestens 5 Netzlayern unterwegs. Ja? Und das heißt, Kundenerfahrung findet genau auf diesen Layern statt. Und das zusammenzuschalten, dafür brauchen wir eine wirklich starke KI und starke Algorithmen, um logischerweise auch dieses Erlebnis, wenn in Zukunft noch mehr IoT-Geräte in die Netze reinkommen, nämlich wo Mensch, Maschine quasi in den Netzen gleichmäßig unterwegs sind, da durchzusteuern, das ist für uns so mit das Top-Thema. Und da suchen wir natürlich immer, und da nehmen wir selektiv dann quasi Startups raus. Also wenn es gerade Richtung IoT geht, ja, also wie bringen wir IoT stärker mit KI zusammen oder wie nutzen wir halt auf Netztechnologien, also wie, und Churn Prevention, das ist so ein Thema, das ist für uns eigentlich schon zu spät. Also wir wollen eigentlich dieses Erlebnis und das Erlebniskonto des Kunden eigentlich schon während der ganzen Zeit sehen und managen und halt auch vernünftig begleiten. Das heißt, bei uns fängt, wie sagt man so schön, der Kundenlebenszyklus eigentlich schon vorne an. Rolf. Ja, es ist schwierig. Ich hatte mir vorher mal überlegt, was könnte denn da was bringen? Also ich habe zum Beispiel ein Thema, das ganze Thema Mittelstand, die aus meiner Sicht technologisch vielleicht den einen oder anderen Schritt noch machen müssen, den blenden wir immer so komplett aus. Das sehen wir ja auch hier, ist ja gar keiner da von den Unternehmen. Und da ist auch eine Riesenmöglichkeit aus meiner Sicht, um hier zum Beispiel das ganze Thema der Zusammenarbeit, also mal schnell was ausprobieren und so, muss man ehrlicherweise sagen, das geht dann da teilweise auch dann schon mal ein bisschen einfacher. Also zumindest sind die da aus meiner Sicht häufiger ein bisschen agiler aufgestellt. Also mal vielleicht mal einen ganz anderen Aspekt, das Thema schneller Leuchttürme entwickeln, eben auch vielleicht im kleineren Umfeld, wo man dann sagt, okay, man bringt auch den ganzen Mittelstand, den wir ja so viel haben in Deutschland und in NRW, wir sind ja bevölkerungsreichste Bundesland, da gibt es bestimmt auch eine ganze Menge, ich kenne jetzt ja diese Zahlen nicht, wäre vielleicht auch nochmal ein Punkt zu sagen, vielleicht nehmen wir die viel mehr mit rein. Ne? Die haben sehr konkrete Probleme, da können Business-Nutzen relativ schnell entstehen. Und das könnte vielleicht nochmal so eine Nummer sein. Wir sind da natürlich nicht draußen und das wollte ich dann schon nochmal sagen. Wir würden es wirklich sehr begrüßen, wenn da noch mehr entsteht, weil ich habe ja auch in meinem Vortrag nochmal das Thema Verstehen des eigentlichen Business angesprochen. Und das entsteht natürlich auch durch enge Zusammenarbeit. Und enge Zusammenarbeit hat auch schon mal was mit Räumlichkeit zu tun. Das merkt man zwar gerade in Corona, es geht auch schon mal ein bisschen remote alles. Das ist okay, aber neue, wirklich neue Zusammenarbeit mit neuen Ideen, da muss man dann doch vielleicht regionaler zusammenarbeiten. Mittelstand ist ein sehr guter Hinweis. Mittelstand ist das Fundament der deutschen Wirtschaft. Michael,
als Berater. Habt ihr heute schon Mittelstandsunternehmen, die auch KI einsetzen? Kann Mittelstand auch ein Fundament für KI werden? Ja, ich glaube, das ist eine spannende Frage. Natürlich haben wir auch Mittelstandskunden. Man muss aber fairerweise sagen, KI ist ja wirklich eine sehr, sehr junge Disziplin. Und ich sage mal, je kleiner das Unternehmen, desto weniger Spielgeld ist natürlich da, um einfach mal Dinge auszuprobieren, sondern dann will man eigentlich was Fertiges kaufen. Und ich glaube, der spannende Konflikt ist im Wesentlichen, auf der einen Seite habe ich ein Startup, das kann einen Algorithmus bauen, darum eine Plattform und eine App, und dann kann das darüber skalieren. Aber ein Startup, was KI anbietet und ich sag mal, was im Wesentlichen kundenindividuelle Entwicklung von Algorithmen anbietet, das wird niemals skalieren und das wird dann einfach auch die Anforderung von den Investoren heute nicht treffen. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen die Balance. Das heißt eigentlich, wenn man wirklich über das Thema KI ein Geschäftsmodell aufbauen will, dann wirklich für genau ein Problem, was man dann halt extrem gut macht. Wir haben zum Beispiel Presire gerade gesehen, auch ein Unternehmen, mit dem wir zusammenarbeiten, die sind einfach extrem gut in der einen Sache, die sie machen. Und dann kann man darauf in so einem Ökosystem halt auch viele weitere Anwendungsfälle bauen. Das funktioniert tatsächlich sehr gut. Aber wenn wir jetzt sagen, da ist ein Mittelständler, der, sage ich mal, eher auch ja, individuelle Lösungen sucht, dann ist vielleicht da die Frage, ob man sich tatsächlich auch lokal zusammenschließt mit anderen, die ähnliche Probleme haben und dann vielleicht auch eher in so Community-Ansätze geht oder eben tatsächlich auch sagt, ja, aus so einer Digi-Hub-Idee heraus, das finde ich eigentlich ganz gut zu sagen, da bringt man vielleicht mal auch ein paar Köpfe zusammen und investiert vielleicht auch gemeinsam, dass man sozusagen auch im Mittelstand, sage ich mal, vielleicht auch Ideen generiert, die man dann aber später skaliert für andere oder vergleichbare Ideen einsetzt. Und ich glaube, da ist tatsächlich ein Potenzial zu heben. Ja, wir als DigiHub haben uns natürlich auch überlegt, was können wir machen, damit wir selber von uns aus auch hier das KI-Geschehen weiter antreiben, nicht nur mit unserer Veranstaltungsreihe, sondern eine Idee ist, dass wir einfach auch mal einen Ideenwettbewerb ausloben, also losgelöst von wirklich technischer Kompetenz, Leute einfach Ideen entwickeln lassen, wo KI eingesetzt werden kann. Es gibt bereits eine sogenannte KI-Masterclass von allen NRW-Hubs zusammen, da werden etwas reifere KI-Startups gefördert. Ehrlicherweise gibt es tatsächlich noch nicht so viele von diesen reiferen KI-Startups in NRW. Wir überlegen, ob wir vielleicht spezielle Accelerator-Klassen zum Thema KI aufsetzen. Also wir haben ein paar Dinge, wo wir gucken, was kann davon zünden, wie können wir hier mehr KI-Leben im Rheinland und in Nordrhein-Westfalen entwickeln. Das ist ein Marathon, das wird ein Prozess sein, der bestimmt über 2-3 Jahre geht. Meine abschließende Frage an euch, ich fange wieder mit Ulrich an. Können wir es wirklich schaffen, dass wir hier im Rheinland in NRW einen relevanten, international relevanten KI-Hotspot aufbauen? Und wie lange kann das dauern? Also die Frage muss ich ganz klar mit Ja beantworten. Also ich glaube, das Fundament haben wir jetzt schon gelegt. Wir haben echt gute Leute hier in der Region. Wir haben Potenzial in den Industrien, was Use Cases angeht. Also das heißt, wir brauchen nicht in der Welt zu suchen, sondern die sind wirklich da, die realen Mehrwert auch bringen. Und jetzt heißt es halt, zur Kollaboration aufzurufen und die ersten Experimente zu machen, weil nur darüber werden wir lernen. Und dann werden wir früher oder später in ein Plattformgeschäft gehen müssen, wo wir sagen, um so ein Hub wirklich zu nutzen, brauchen wir einfache Zugänge, die relativ schnell solche Use Cases experimentieren können und nutzen können. Und ich glaube, das haben wir in der Hand. Ja, also ich denke auch, der Beginn ist jetzt heute vielleicht dann so mal richtig gefallen, der Startschuss, um eben diese Plattformen zu haben, um sich wirklich auszutauschen. Ich habe ja dann im Hintergrund ja auch mit den Startups gesprochen, die jetzt heute auch hier vorgestellt haben. Und diese Verbindungen helfen natürlich sehr schnell zu merken, wo kann man auch Dinge zusammen machen. Ja. Ich bin aber auch dabei, ich habe letztes Jahr unser Team, das war letztes Jahr 14 Leute, wir sind jetzt 27, also quasi verdoppelt und die meisten haben wir dann hier in Düsseldorf auch angebaut. Man kriegt auch Leute, also das muss ich ja ganz ehrlich sagen und die sind auch hier bei uns im Rheinland, auch an unseren Hochschulen in Aachen habe ich zum Beispiel auch 2 Stück und die sind da und da bin ich schon fest von überzeugt, dass wir da was hinkriegen. München und Berlin, wie seht ihr die Chancen für unser Rheinland? Wie schnell kann das gehen, dass wir hier was richtig Vernünftiges in Sachen KI aufbauen? Yannick. Ich glaube, dass das in der Tat auch
relativ schnell gehen kann, weil, was meine Vorredner schon gesagt haben, wir haben die Use Cases in der Industrie und wir fangen jetzt alle an, uns mit den Themen richtig auseinanderzusetzen. Da werden Budgets allokiert hinter die Versprechungen, die da gemacht wurden. Wir haben viele Kostensparprogramme, sehen wir auch, ne, hatte Michael gesagt. KI hat da eine ganz große Bedeutung natürlich in der Automatisierung. Und wir sehen das bei uns bei Henkel X an der Anzahl der Projekte mit Startups, die wir pro Jahr machen. Und die erhöht sich von Jahr zu Jahr drastisch. Ich denke, das wird euch auch so gehen, wenn ihr eure Teams ausbaut. Und ich glaube, einfach über die Quantität an Projekten und die Lernerfahrungen, die da gesammelt werden können, in Kooperation mit, wir haben Anna heute gesehen, von Nyrus, mit denen wir zusammenarbeiten, Ferolabs, Foxbase etc., werden wir alle gemeinsam da reinwachsen. Und ich glaube, dann sieht die Zukunft für das Rheinland in der künstlichen Intelligenz sehr rosig aus. Michael. Ja, vielleicht mal jetzt meine Perspektive. Interessanterweise haben wir auch tatsächlich im Ruhrgebiet als auch im Rheinland einen relativ großen Talentpool, mit dem wir auch Projekte machen. Das heißt, also viele meiner Kollegen kommen beispielsweise aus Düsseldorf. Das heißt, ich kann eigentlich den Markt auch vor Ort ganz gut einschätzen. Und wir haben auf jeden Fall sehr, sehr gute Leute. Und das Spannende ist eben auch, dass wir einfach auch eine sehr starke Industrie haben, die sehr relevante Use Cases sozusagen fordern. Ich glaube, die Stärke ist sozusagen, wir haben eben durch diese regionale Nähe und also auch das ganze Thema, was wir gerade schon hatten, Richtung Zusammenarbeit per Remote, das funktioniert nicht. Ich muss wirklich die Domain-Experten mit den Data Scientists, die muss ich mal einige Tage zusammen in den Raum einsperren und das über längere Zeiten. Also das funktioniert wirklich vor allem durch lokale Nähe. Und da glaube ich eben, dass vor allem auch die Stärke des Rheinlands seitens Industrie ganz automatisch zu so einem Pull-Effekt führen wird. Und die Universitäten vor Ort sind eben auch sehr gut. Das heißt, also ich glaube, wenn man das ein Stück weit forciert, kann ich mir das sehr, sehr gut vorstellen und würde auch ein Ja, das denke ich auch, dazu unterschreiben. Ja, das ist ein tolles Zwischenfazit für unsere Diskussion. Die erste Diskussion zu dem Thema, wir haben Potenzial in vielerlei Hinsicht. Ich schaue mal hier auf unseren Frontmonitor, welche Zuschauerfragen zu dem Thema noch eingegangen sind. Wo seht ihr die größten Herausforderungen, den größten Business Impact bei euren Unternehmen in Sachen KI oder auch bei anderen Unternehmen? Wir haben ja gerade darüber gesprochen, es gibt zahlreiche Use Cases, die Industrie ist da, die Mittel sind da, die Talente sind da, hat Michael gerade gesagt. Aber wo sind die größten Nüsse zu knacken? Ja, also bei uns geht es natürlich sehr viel um textbasierte Dinge, das haben wir eben schon mal angedeutet. Aber wir haben neben dem ganzen Thema der Operations, also da, wo wir Verarbeitung machen, Sachbearbeitung einsetzt, wo natürlich das Thema Automatisierung eine Rolle spielt, gibt es aber ganz andere Use Cases, die einen viel schnelleren Business Impact haben. Das ist bei uns halt zum Beispiel auch das Thema Churn oder das Thema Fraud Prevention oder Fraud Detection. Das sind Sachen, wo wir schon Use Cases gemacht haben, die schon echt deutlichen Impact erzeugt haben. Das hat nichts mit Realtime-Integration, high sophisticated irgendwas zu tun. Das ist knallharte Analytics am richtigen Thema, richtig umgesetzt. Da kommt da richtig Geld unten raus, muss man auch mal sagen. Und aber so das Thema unstrukturierte Daten, die gut zu managen und daraus noch mehr zu machen, das sind schon noch Herausforderungen bei uns. Ja, das ist eine sehr spannende Frage, weil bei dem ganzen Potenzial, was wir haben, ist natürlich der Punkt, wo fangen wir an? Das ist ein Punkt. Yannick, bei euch, Henkel, wo können wir da am besten anfangen? Ah, wir haben so viele Ebenen. Wo man sicherlich den Business Impact sehr, sehr schnell spürt, ist natürlich Optimierung in der Supply Chain. Wir haben das am Beispiel Ferolabs gesehen und anderen, also der ganze Bereich MRO, also Maintenance, Repair and Overhaul, Overall Equipment Efficiency und sowas. Das ist für uns natürlich sehr spannend. Und auf der anderen Seite, und das ist, also da sehen wir ein großes Potenzial, das ist aber auch eine große Herausforderung, ist natürlich Kundendaten im Marketing und im Vertrieb gemeinsam mit unseren Handelspartnern auch zu erheben und auszuwerten. Und dann habe ich nicht nur meine unstrukturierten Daten, die der Kollege gerade angesprochen hat, sondern natürlich auch noch die von meinen Partnern und alles zusammen. Das ist einfach auch eine große Herausforderung, damit umzugehen.
Kommt noch eine Zuschauerfrage rein. Bei dem ganzen Potenzial, die wir haben, muss man die Leute ja auch noch an KI erstmal heranführen. Thema Aus- und Weiterbildungsmarkt. Was macht ihr mit euren Mitarbeitern, mit euren Partnern, euren Kunden? Schickt ihr die hier in Ausbildungs- und Weiterbildungsprogramme im Rheinland oder werden die anderswohin verschickt oder remote inzwischen zugeschaltet? Also viele der Trainings und Ausbildungen machen wir natürlich über Online-Kurse, ja, also erstmal leicht ranführen an die Themen. Und dann versuchen wir sehr schnell Praxiserfahrung zu generieren, also sprich mit Data Scientists zusammenzubringen und tatsächlich an Datenmodellen zu arbeiten. Natürlich sind wir auch nicht scheu, auch ein paar Leute von ganz weit weg ranzukarren und mal Horizonte zu öffnen, weil ich glaube, gerade was das Thema angeht, ist Vorstellungskraft das Entscheidende, ja, um halt auch neue Märkte und neue Wachstumsfelder zu finden. Also für uns ist die größte Herausforderung, wie schaffe ich aus den ganzen Daten noch zusätzliche Wachstumshacks zu finden, die ich heute noch nicht mit dem Standard erlebe. Ja? Also ich kann jetzt viel über Predictive machen, ich kann viel über, wie verhalten sich unsere Netze, wie erlebt der Kunde unsere Netze, aber wie schaffe ich aus den Daten, aus den unstrukturierten, aus den sozialen Daten neue Wachstumsfelder und wie schaffe ich da tatsächlich Growth Hackers? Michael, die Beraterzunft ist ja in der Regel die Speerspitze von Innovation und neuem Wissen. Wie macht ihr dann eure Kollegen fit auf das Thema KI? Also ich glaube, da gibt es zwei Ebenen. Ja. Das eine ist, Data Scientist werde ich nicht mit 3-4 Schulungen, sondern das muss man halt wirklich mal ganz realistisch sagen, da gibt es unterschiedliche Level. Ja. Da gibt es den Python-Programmierer. Der bin ich auch, aber ich würde jetzt niemals behaupten, dass ich ein Data Scientist bin. Und das muss man einfach sagen, das muss man wirklich mit einer sehr langen Ausbildung, mit viel Praxis und sehr, sehr viel Erfahrung irgendwo untermauern. Aber ich glaube, also, da gibt es auch jetzt diverse Studiengänge, ne, die dann eben auch Data Science in Kombination mit Wirtschaft oder mit Mathematik oder mit unterschiedlichen Themen nochmal anreichern. Und für mich ist vor allem so diese Schnittstelle sehr spannend. Also was wir feststellen und wo es einfach wahnsinnig viel Aufklärungs- oder auch Ausbildungsbedarf braucht, ist, was kann man denn überhaupt mit KI machen, um die richtigen Anforderungen zu schreiben? Weil das ist ja so nicht mehr wie früher, dass man sagt, ich schreibe mal das Fachkonzept und erkläre genau, anhand welcher Business-Logik mein Prozess laufen muss, sondern ich muss eben sehr, sehr kreativ werden, ich muss querdenken und ich muss vielleicht Sachen annehmen, wo ich mich vielleicht gar nicht das traue, das heutzutage in Konzept zu schreiben oder auch mal Dinge ausprobieren. Und so gerade diese, ich sag mal, diese Zusammenarbeit oder diese fachliche Konzeption, das kann man halt tatsächlich ausbilden und natürlich auch viel durch einfach gemeinsames Arbeiten, dass man sozusagen auch mutiger wird, sozusagen diese Anforderungen zu schreiben. Und das ist, denke ich mal, für uns das Thema, wo wir eben gerade auch sehr stark ausbilden. Also wie werde ich sozusagen, ich sag mal, dieser nächste Schritt Richtung Digitalisierung, der jetzt nicht die Einführung von EDV bedeutet, sondern halt einfach Prozesse vollkommen neu und anders zu denken und da dann eben richtig KI einzusetzen. Ich glaube, das ist für mich so der Bereich, den ich sowohl bei uns intern als auch jetzt bei vielen Kunden sehe, dass ich hier an der Stelle noch viel tun muss und dass man auch da tatsächlich ausbilden und aufklären muss. Ja, das soll es erstmal gewesen sein für die erste Diskussionsrunde. Wir werden diese Diskussion sicherlich fortsetzen, gerne auch wieder mit euch. Heute haben wir eine ganze Bandbreite von unterschiedlichen Aspekten besprochen. Wir werden beim nächsten Mal etwas tiefer eintauchen. Wir sind beileibe auch nicht die Einzigen, die über KI in NRW nachdenken. Es gibt auch eine Landesinitiative auf dem Feld KI, mit denen wir eng zusammenarbeiten. Die anderen Digi-Hubs, die auch das Thema bearbeiten. Damit werden wir uns zusammenschließen und auch mit euch weitersprechen. Und wir werden dann die nächste Veranstaltung zu einem neuen Fokusthema, das kennen wir heute noch nicht, durchführen. An der Stelle ganz herzlichen Dank nochmal an euch, Michael, Yannick, Rolf und Ulrich. Danke. Schön, dass ihr hier wart. Gerne. Vielen Dank. Danke. Danke für die gute Diskussion. Bleibt uns gleich noch erhalten als Speaker und als Panelist in den Zoom-Sessions. Da werden die ein oder anderen Zuschauer mit euch gerne nochmal individuell sprechen möchten. Und ja, dann später einen schönen Abend für euch und bis bald. Alles klar. Danke. Ja, liebe Zuschauer, wir kommen ganz langsam zum Ende unserer Veranstaltung. Und das ist auch der Punkt,
wo Peter und ich Resümee ziehen zu unserer ersten Auftaktveranstaltung. Peter, komm mal hier mit ins Bild. Warte. Ganz spannend. Da bin ich. Ja, das war absolut für uns ein Experiment. Wir haben einfach ein Programm zusammen mit unserem Partner Ergo konzipiert und haben das Programm ins Rennen geschickt. Es war wirklich intensiv, es war spannend. Was war dein Highlight? Also ich habe zwei Highlights und wenn ich auch nochmal zurückgehe, wir sind ja eigentlich mit einem weißen Blatt Papier angefangen. Und es hat im Büro der Ergo begonnen. Es ist etwas über ein Jahr her. Und dass das heute hier mündet und tatsächlich der Auftakt zu einer Serie und vielleicht zu einer Plattform ist, das war damals vielleicht noch gar nicht abzusehen. Und das ist schon ziemlich großartig, wie ich finde. Highlight war für mich tatsächlich das Panel jetzt gleich am Schluss. Warum? Weil es das ist, was DigiHub Arbeit im Tagesgeschäft auszeichnet, nämlich das Miteinander von Partnern. Und wir haben unter anderem jetzt hier vier Partner mit dem Panel gehabt, die mit uns zusammenarbeiten und den Startschuss gegeben haben. Du hast es gerade schon gesagt, wir haben ja, und wir sind dort selbst aufgehangen, ein bärenstarkes Wirtschaftsministerium, die unglaublich viel machen im Bereich künstliche Intelligenz und darüber hinaus das Cluster, die Plattform KI NRW ins Leben gerufen haben. Und wenn wir das alles mitnutzen können, gemeinsam mit unseren Hub-Kollegen, da bin ich ganz sicher, dass wir nicht nur ganz viele weitere Veranstaltungen zum Thema künstliche Intelligenz machen werden, sondern dass wir es auch schaffen können, für das Rheinland, aber auch darüber hinaus für NRW künstliche Intelligenz weiter voranzutreiben. Das fand ich super. Ich habe auch noch ein zweites Highlight und das ist ein persönliches Highlight. Ich habe heute gelernt, dass wir einen echten Hidden Champion, einen Superstar hier hatten und das ist Ramin. Und ich glaube, wenn man mal so ganz ehrlich ist, ganz klein, klammheimlich so im Hinterkopf, träumt, glaube ich, jeder davon, irgendwie beruflich oder irgendwie im Leben mal den Unterschied zu machen, einen kleinen oder auch großen Fußabdruck zu hinterlassen für ganz viele andere Menschen. Und Ramin hat das für eine wahrscheinlich neunstellige Anzahl an Menschen weltweit gemacht, indem er die Nutzung des wichtigsten Endgerätes, des Telefons, des Smartphones, deutlich verbessert hat. Und alles, was ihr eingebt an Wörtern, er hat das Unternehmen dafür aufgebaut, erfolgreich verkauft und er war heute hier. Und das hat die Messlatte ganz hochgelegt und das war für mich persönlich ein Highlight. Und dass man dieses Ziel erreichen kann. Ja, in der Tat, das war auch für mich ein Highlight. Generell, unsere Startups haben gezeigt, wenn man sich wirklich auf eine spezielle Sache konzentriert und da so richtig, richtig gut wird, wirklich der Beste am Markt, dann hat man in Sachen KI die besten Chancen. Und ich glaube, das ist eine Weisheit, die auch für viele andere Dinge im Leben gelten. Eine andere Weisheit ist, all das, was wir heute zusammen auf den Weg gebracht haben, das haben nicht wir beide alleine gemacht, sondern mit vielen, vielen Partnern. Peter. Ja. Wir haben es heute schon mehrfach anklingen lassen. Wir sind ein kleines Team mit viel Energie, aber wir können all das niemals alleine schaffen. Und der erste Dank geht natürlich an die Bereitsteller dieser hervorragenden Umgebung und unsere Rundumbetreuer, unsere Babysitter, das Team von Sigma. Ganz herzlichen Dank. Darüber hinaus gilt unser Dank natürlich dem gesamten DigiHub-Team, hier im Eventbereich an erster Stelle Henriette von Borries, aber das ganze Team ist natürlich involviert gewesen und das hat das Ganze erst möglich gemacht. Und darüber hinaus gilt unser Dank natürlich unseren Gesellschaftern und Partnern, an erster Stelle die, die die Veranstaltung mitorganisiert haben, die Ergo und natürlich auch Indeed. Unser Dank gilt allen Beitragenden, die heute live und in Farbe zugeschaltet oder auch hier im Studio mit dabei waren. Das war ein sehr schönes Erlebnis. So voll haben wir es lange nicht gehabt hinter den Kulissen. Wir waren in Summe bestimmt, was ja schon exorbitant viel ist in diesen Tagen, 25 Personen. Und das fühlt sich richtig gut an, dass man einfach auch wieder mit Menschen interagieren kann. Und ja, besonderer Dank noch zum Schluss, wirklich noch einmal der Wirtschaftsförderung Düsseldorf, dass sie diese Startup-Woche ins Leben gerufen hat, dass sie das so entwickelt haben, gerade in diesem Jahr, und dass auch wir unseren Beitrag leisten konnten. Und das soll es, glaube ich, ich hoffe, ich habe niemanden vergessen an dieser Stelle, gewesen sein. Ja, wir machen jetzt weiter mit unseren Zoom-Sessions. Bevor wir das tun, noch ein kurzer Blick auf das, was wir in den nächsten Wochen tun. Ich schaue mal kurz in die Regie, ob wir das kurz einblenden können. Der DigiHub macht weiter. In den nächsten Wochen geht es direkt los. Morgen mit der Demo-Night zum Gründerstipendium NRW. Also die Stipendiaten stellen vor, was sie in ihren
Wochen und Monaten der Arbeit zusammengebaut haben. Dann am 24.09. nächste Woche direkt schon wieder ein 5G-AR-Hackathon mit unserem Partner Huawei. Das große Finale, 10 Teams präsentieren, was über 3 Monate gebaut worden ist. Am 8.10. YouTube-Session von uns mit dem Partner Rheinkreis Neuss. Guido Dublé wird eine Panel-Diskussion moderieren zum Thema Resilienz in der industriellen Produktion. Auch ein sehr spezielles Thema. 28.10. B2B Speed Dating, Startups und Mittelstand. Das machen wir zusammen mit der Wirtschaftsförderung Mönchengladbach. 3.11. oder 4.11. zusammen mit der IHK in Duisburg, IHK Niederrhein, ein Expertenforum zum Thema B2B Industrieplattformen. Ihr seht, es ist eine Menge los. Das meiste davon online. Ich hoffe, ihr schaltet wieder ein. Jetzt kommen wir langsam zum Schluss und ich glaube, wir haben uns was verdient. Clemens, es war ein wundervoller Abend. Es wird Zeit für ein Feierabendbier, um den Abend ganz entspannt ausklingen zu lassen. Ich würde sagen, bei diesem wunderbaren Sommerwetter, wir verabschieden uns jetzt in den Biergarten. Das solltet ihr auch tun. Bleibt uns gewogen und wir gehen mal ganz langsam hier in diese Richtung. Wir haben tatsächlich auch noch einmal abgegradet. Es gibt jetzt unser eigenes Digi-Hub-Bier und wir dachten, wir machen nochmal ein neues Geschäftsmodell. Bleibt uns gewogen. Prost, Clemens. Das war ein ganz fantastischer Abend. Wir freuen uns auf die nächsten Veranstaltungen mit euch, auf die nächste KI Expert Series Nummer 2 und alles, was bis dahin noch passiert. Bleibt uns gewogen und bis bald. Schönen Abend. Tschüss.